So, dann können wir loslegen. Ich hoffe, Sie und ihr sitzt alle gut, habt euch Getränke geholt. Ich begrüße euch herzlich zu unserer Streitbar heute Abend. Genau, Hadija Runa-Ölker, hallo. Daniela Hunold, Thilo Kaplitz, liebes Publikum. Mein Name ist Eva Behrensen, ich leite die Kommunikation mit der Bildungsstätte Anne Frank mit dem Schwerpunkt politische Bildung im Netz und im öffentlichen Diskurs. Und konzipiere und kuratiere zusammen mit meinen Kolleginnen Marie-Sophie Adioso, Astrid Kasparek und unserer Moderatorin diese wunderbare Reihe Streitbar, die uns allen sehr am Herzen liegt. Genauso wie das Thema, um das es heute Abend geht, nämlich Polizei. Und natürlich die Probleme mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit rechten Gedanken, gut in den eigenen Reihen, in den Strukturen, im Apparat. Vor 4 Jahren, haben wir gerade uns noch mal erinnert, hatten wir schon mal eine Streitbar zum Thema Polizei. Seitdem ist viel passiert. Es ist leider immer noch total aktuell, sodass wir uns gedacht haben, es ist definitiv Zeit für eine zweite Runde. Heute, vor 3 Jahren, wurde der schwarze US-Amerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet. Der Fall, Sie und ihr erinnert euch sicherlich daran, entfachte weltweit Proteste, auch in Deutschland begann eine Debatte über rassistische Polizeigewalt und Racial Profiling, also rassistische Polizeikontrollen. Endlich, könnte man sagen. Die Debatte ist längst nicht abgeschlossen. In den letzten Jahren sind so viele dramatische Fälle von Rassismus und auch Antisemitismus innerhalb der Polizei bekannt geworden, dass wir ehrlich gesagt hier auch so langsam den Überblick verlieren. Wir wissen von rechten Netzwerken und Chatgruppen, auch hier in Frankfurt, in denen Beamtinnen also wirklich die übelsten menschenfeindlichen Inhalte teilten. Schon wer aufmerksam Zeitung liest, mag zu demselben Schluss kommen wie kürzlich eine Dozentin an einer Polizeihochschule in NRW. Es gibt braunen Dreck in der Polizei. Viele haben es vielleicht auch bei Twitter verfolgt dieser Tage. Wegen dieser Aussage darf besagte Dozentin im nächsten Semester nicht mehr unterrichten. Es mag wohl auch mit der mangelnden Bereitschaft zusammenhängen, sich mit Kritik auseinanderzusetzen innerhalb des Polizeiapparats, dass wir dieses Problem haben. Denn Ähnliches sagen auch Polizistinnen, die sich für eine demokratische Polizei einsetzen und auf Missstände hinweisen. Unsere Kolleginnen aus dem pädagogischen Team können davon viel mehr erzählen. Wir arbeiten mit Polizei zusammen. In Seminaren geht es darum, Polizistinnen gegen Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren und sie darin zu bestärken, die Probleme auch von innen anzugehen. Das ist sowieso nicht besonders leicht. Was die Arbeit aber besonders schwer macht, ist die Haltung von Verantwortlichen in der Polizei, auch in der Polizeigewerkschaft und in Teilen der Politik. Zum Beispiel, wenn immer wieder behauptet wird, es handele sich doch bloß um Einzelfälle. Wir fragen uns schon längst, wie viele Einzelfälle es braucht, um zu erkennen, dass es sich um ein problematisches Muster oder eine Struktur handelt. Und wir in der Bildungsstätte fordern wirklich schon seit mehreren Jahren echte Strukturreformen in der Polizei. Viele Aktivistinnen haben sich von dieser Hoffnung längst verabschiedet und sind der Überzeugung, die Polizei ist überhaupt nicht mehr zu retten. Man sollte sie lieber gleich ganz abschaffen. Die Stimmung ist definitiv aufgeladen. Das Thema polarisiert mehr und mehr und es wird immer komplizierter, öffentlich in die Diskussion zu gehen. Also nach wie vor haben wir es mit einem echten Streitbar-Thema zu tun. Und ich bin super happy, dass unsere beiden Gäste sich heute darauf einlassen. Und wir mit Daniela Hunold als Polizeiforscherin und Thilo Kaplitz als ehemaliger Polizist zwei sicherlich irgendwie kontroverse Positionen haben, aber die miteinander im Gespräch bleiben. Denn das ist auch das, was wir mit dem Format vorhaben. Wir wollen absichtlich gegen den und ausdrücklich gegen den Trend anarbeiten, dass man sich so in die eigenen Bubbles und Filterblasen zurückzieht. Und wir versuchen, Raum zu schaffen, um uns zu zoffen. Das Ganze soll auch ein bisschen Spaß machen. Auch wenn es sich um ernste Themen handelt, deswegen treffen wir uns hier an der Bar. Deswegen seid ihr hoffentlich auch alle mit Getränken versorgt. Und auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, wir wollen uns die Zeit nehmen, hinzuhören, nachzubohren, vielleicht nochmal das ein oder andere neu zu überlegen. Und den Knochenjob des Nachbohrens und Moderierens übernimmt, wie immer, und heute bin ich wirklich besonders froh, Hadija Haruna-Ölker. Happy Welcome. Hadija ist Journalistin beim Hessischen Rundfunk, Buchautorin.
Autorin, schreibt eine Kolumne in der Frankfurter Rundschau und hostet zusammen mit Max Czollek den Podcast, neuerdings Trauer und Turnschuh, den ich euch allen und Ihnen ans Herz legen kann. Lieber Dieter, du hast das Wort. Ich wünsche uns allen einen produktiven, schönen, interessanten Abend. Dankeschön. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Jetzt hast du, Eva, ganz viele Dinge schon gesagt. Das heißt, meine Anmoderation verkürzt sich. Das ist auch gar nicht schlecht, dann haben wir mehr Zeit. Ich mache immer die erste Frage. Wer war noch nie bei einer Streitbar? Es ist immer wieder wunderbar. Es ist die 19. und es kommen immer wieder neue Menschen dazu. Also immer wieder auch ein Grund, nochmal einzuführen. Es geht um Streiten, ja, aber es geht um Streiten im Sinne von die Grauzonen ausloten. Also innerhalb von einer Debatte zu schauen, wie kann man da noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren, um im besten Fall ein bisschen mehr mitzunehmen, als vielleicht im öffentlichen Mainstream geliefert wird. Genau, und wir haben es jetzt von Eva gehört. Es gibt einige Belege, ich nenne es jetzt eine Situation, in der ganz viel schon verifiziert wurde. Wir haben in der Zwischenzeit Studien, beziehungsweise darüber reden wir noch, wie diese Studien sind. Es gibt Belege, es gibt eine Öffentlichkeit, es gibt Wordings und es gibt zumindest in einem öffentlichen Raum eine Anerkennung des Problems. Der wird von den einen als strukturelles Problem benannt und von anderen eher weniger. Und darum soll es gehen, weil die Frage ist, was ist zu tun, wenn doch die Belege da sind, aber die Richtung der Veränderung irgendwie schwierig scheint. Und in diesem Kontext ist auch für mich so eine Leitfrage, wo liegen eigentlich die Grenzen, innerhalb gesprochen werden kann. Weil Eva hat es so schön gesagt, über die Polizei zu sprechen, ist immer noch auch schwierig an bestimmten Punkten. Und der Fall der Lehrerin Baha Aslan, die ja eingestellt wurde, um kritische Arbeit an einer Hochschule zu machen, beziehungsweise an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW, zeigt, dass diese Frage von Nulltoleranz, für wen sie gilt und für wen nicht, eine offene ist. Und über diese komplexe Lage spreche ich heute mit Thilo Kablitz und Daniela Hunold. Agree to disagree ist das Leitmotiv. Und in bekannter Streitbar-Manier gibt es immer so verschiedene Vorstellungsetappen, in denen ich vorstelle, damit man langsam sich herannähert an die unterschiedlichen Positionen, auch wenn es Nähen gibt. Und ich bitte und lade euch, sie ein, die auch auszuloten. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder Raum für Fragen. Wer die Streitbar noch nicht kennt, ich stelle die Leute immer mit einer sogenannten Netzvita vor. Das heißt, ich gucke im Internet, was ich so finde zu dem jeweiligen Thema. Und zu Daniela Hunold lässt sich Folgendes finden. Sie ist Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt empirische Polizeiforschung an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, außerdem Gastdozentin an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Die neueste Publikation ist mit Tobias Singelstein entstanden, Rassismus und Diskriminierung in der polizeilichen Praxis, eine Bestandsaufnahme ist der Titel. Dem Deutschlandfunk sagte sie, dass es, Zitat, einen nicht unerheblichen Anteil im Polizeidienst gäbe, die stereotyp über bestimmte Menschengruppen denken. Dem Mediendienst Integration sagte sie, dass auffällig sei, dass Ausschreitungen beispielsweise bei Fußballspielen in der Regel keine aufgeregte politische Debatte folgt, doch wenn MigrantInnen beteiligt seien, sie zur, Zitat, Projektionsfläche für tiefliegende Gesellschaftsprobleme würden. Und dass das wiederum deren Frust und soziale Unzufriedenheit verstärke. Nach Frau Hunner tut sich die Polizei in vielen Bundesländern nach wie vor schwer damit, das Problem überhaupt anzuerkennen. In der Taz stellte sie fest, es gibt ganz eindeutig Racial Profiling bei der Polizei, was aber negiert wird. Zudem gäbe es bisher keine geeigneten Wege für PolizistInnen, ihre Kolleginnen zu melden, weil eine Anzeige zwangsläufig zu einem Strafverfolgungsverfahren führt und die meldende Person nicht anonym bleibt. Das löse Angst aus, als VerräterInnen zu gelten. Für Hunold, Frau Hunold, muss die Polizei besser sein als die Gesellschaft. Deshalb sucht sie nach Möglichkeiten für die Belegschaft, Reflexionsräume zu schaffen, um darüber zu sprechen und zu reflektieren. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Thilo Kablitz, er ist Polizeibeamter und ehemaliger Pressesprecher der Berliner Polizei.
Zitat aus dem Deutschlandfunk: Sohn einer deutschen Mutter und eines sudanesischen Vaters, hat selbst schon Racial Profiling erlebt, deshalb reagiert er besonders sensibel bei solchen Formen von institutionellem Rassismus. In der Taz schildert er ein Paradebeispiel für Racial Profiling, wie er sagt, wie mehrere Streifen kommen. Zitat: Ich kenne das Spiel schon aus Kaufhäusern und Geschäften. Vorbehalte bei Rassismus ziehen sich wie ein roter Faden auch durch mein Leben. Mehr als 4 Jahre sprach er für die Polizei in Berlin über Demos, rechtsextreme Umtriebe und Angriffe auf PolizistInnen. Er war das Gesicht der Berliner Polizei, schrieb einmal der Tagesspiegel über ihn. Seit über 20 Jahren ist er Polizist, sein Einsatzgebiet in den ersten Jahren die Straßen von Neukölln und Kreuzberg, als Zivilfahnder in einer Hundertschaft im Funkwagen. Thilo Kablitz ist, ich mache immer das Schriftdeutsch, da muss man den Vornamen nicht mehr sagen. Thilo Kablitz ist Gründungsmitglied des polizeiinternen Netzwerks von Beamten mit Migrationshintergrund und Beiratsmitglied des Projekts Zu Recht, das sich mit der gleichberechtigten Teilhabe am Rechtssystem auseinandersetzt. Warum er Polizist geworden ist, sagte er dem Tagesspiegel, Zitat: Ich möchte was verändern. Ich wollte Menschen helfen, sie schützen. Ich wollte Hass bekämpfen. Für seine Arbeit wurde Kablitz rassistisch beschimpft und als Nazi in Polizeiuniform tituliert, schreibt Tag 24. Für ihn gibt es weder die rassistische Polizei noch die absolut unfehlbare, sakrosante Polizei. Dass bei rassistischen Sachverhalten schnell konfrontiert und interveniert werden müsse, ist seine Meinung. Schön, dass Sie auch da sind. Jetzt kann man so ein bisschen heraushören, viele Ähnlichkeiten und doch Unterschiede, liegt auch an der Jobposition, würde ich sagen. Gehen wir also ein bisschen weiter rein. Jetzt folgt ein sogenannter Fragenhagel. Das bedeutet, mehr oder minder kurze Fragen mit der Bitte um mehr oder minder kurze Antworten. Wir machen das im Ping-Pong. Jeder fängt mal an im Wechsel. Meine erste Frage: Einzelfälle oder gibt es ein systemgetragenes Rassismus-Antisemitismus-Problem in den Strukturen der Polizei und damit unter PolizistInnen? Frau Hohnhold. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kurz darf die Antwort sein? Sie einfach mal, wenn es zu lang wird. Also ich sage, dass es institutionellen Rassismus in der Polizei gibt und dass das Sprechen über Einzelfälle als Entschuldigung, als Rechtfertigung nicht richtig ist. Das war kurz und knackig. Kann ich auch ziemlich schnell beantworten. Wir oder ich persönlich habe nie von Einzelfällen gesprochen, weil das schlichtweg und ergreifend gelogen wäre und naiv, also mindestens naiv, wenn ich tatsächlich gelogen wäre, wenn man sowas äußern würde. Was den institutionellen Rassismus betrifft, ich glaube, die Diskussion, wenn ich da noch kurz nachhaken darf, Diskussion, die darum immer entbrennt, ist eine rein definitorische. Ich glaube, in der Polizei definiert man institutionellen Rassismus einfach anders, als er gesellschaftlich gesehen wird. Und bei der gesellschaftlichen Definition bin ich definitiv mit dabei. Darüber sprechen wir noch, über dieses Institutionelle. Das dient ja auch sozusagen, um sich den Feldern zu nähern. Nächste Frage an Sie, Herr Kablitz, zum Konfliktpotenzial innerhalb der Polizei. Wie hoch sind denn die Hürden, wie gut die Möglichkeiten für PolizistInnen, Vorfälle zu melden? Jetzt sprechen wir von der Polizei Berlin. Ich kann nur für die Polizei Berlin sprechen und ich würde sagen, da haben wir schon ziemlich viel Instrumentarien. Wir haben auch Reflexionsräume selber geschaffen innerhalb der Polizei Berlin. Also von daher, da gibt es schon recht viel. Problem ist nach wie vor ein anonymes Hinweisgebersystem. Da gibt es dienstrechtliche Problematiken, die aufgelöst werden. Aber auch da ist die Senatsinnenverwaltung mit der Polizei dran, um da eine Lösung zu finden. Könnte an der einen oder anderen Stelle, denke ich mal, leichter gehen, indem man die ein oder andere Geschäftsanweisung einfach ein bisschen erleichtert oder auflöst, aufhebt, damit es eben keine dienstrechtlichen Folgen hat, wenn jemand wirklich anonym melden möchte. Und Ihre Meinung dazu? Ja, ich glaube, dass das noch ein ganz großes Problem ist, das sich ja in vielen Ländern jetzt schon so ein bisschen aufgelöst hat, indem es zum Beispiel unabhängige Polizeibeauftragte Stellen gibt. Und das größte Problem sehe ich einfach darin, dass intern, also jede Polizei ist natürlich anders strukturiert, deshalb ist es immer schwierig, zu einer allgemeinen Antwort zu kommen, aber intern immer schwierig ist, weil möglicherweise KollegInnen diejenigen sind, zu denen man gehen muss. Punkt 1 und Punkt 2 ist, dass meistens, so habe ich es zumindest erlebt, wenn
Hinweise getätigt werden, dass eben dann auch nicht in diesen Stellen bleibt, sondern natürlich auch weiterführend bearbeitet wird und das dann zum Problem wird, wenn es um Anonymität und so weiter geht. Mhm. Welche Rolle spielt denn das Thema Männlichkeit und Vorstellung stereotyper Männerrollen bei der Polizei, innerhalb der Struktur, Kommunikation, der Abläufe? Ja, das ist ein ganz großes Thema. Also Raphael Beer hat 2000 ein Buch veröffentlicht zum Thema Cop Culture und hat Männlichkeitskulturen in der Polizei beschrieben. Man hat lange geglaubt, dass diese Männlichkeitskultur sich langsam aufweicht. Mein Gefühl ist dagegen ein anderes, dass nämlich männlichkeitsorientierte Praktiken und Denkweisen immer noch sehr weit verbreitet sind und das sich auch nicht einfach dadurch auflösen lässt, indem man eine diversere Polizei schafft. Da kommen wir auch noch hin. Ihre Meinung, Männlichkeitsbilder, Vorstellungen, Rollen? Würde ich ebenfalls unterschreiben. Also die Rollen, die Vorstellungen, die Bilder gibt es tatsächlich. Ich bin schon der Meinung, wie gesagt, in der Polizei Berlin, ich reduziere es immer ein bisschen darauf, sind wir schon einen Schritt weiter. Ich hoffe, das sieht man auch bundesweit. Also ich will jetzt gar nicht andere Themen aufmachen. Aber da hake ich nach, weil das ist so offen. Was bedeutet das Weitersein Ich denke schon, dass wir, wann wurden die Diskussionen tatsächlich öffentlich möglich, über Rassismus in Polizeien zu sprechen? Da waren wir in Berlin deutlich früher schon dabei. Als es hieß, die Seehofer-Studie, die damals abgelehnt wurde, da haben wir in Berlin schon ganz klar kommuniziert, nee, wir stehen dem offen gegenüber. Denn wir greifen in Grundrechte ein als Polizistinnen und Polizisten und deshalb muss man uns auch viel weitergehender auf die Finger schauen dürfen, viel mehr nachhaken dürfen, viel mehr auch forschen dürfen letzten Endes. Also von daher bin ich der Meinung, haben wir da schon einen Schritt nach vorne gemacht. Und deshalb fehlt mir mal so ein bisschen der Vergleich natürlich zu anderen Polizeien. Ich habe auch den einen oder anderen Einblick, manchmal einen ziemlich ernüchternden Einblick. Ich will auch nicht sagen, dass die Polizei Berlin, da sind wir wieder bei dem Sakrosant, ja, Sakrosant ist ganz im Gegenteil. Ich weiß auch, wie viele Verfahren da laufen und auch da spreche ich eben nicht von Einzelfällen. Es wird interessant, wenn wir das jetzt ein bisschen auseinandernehmen, aber ich mache den nächsten Ball, der ist bei Ihnen. Inwiefern gibt es denn, ich nenne es jetzt mal menschliche Bereiche, Umstände, menschliche Bereiche im Sinne von Skills über, wie Menschen funktionieren, für die Polizei vielleicht nicht richtig ausgebildet ist im Einsatz? Also man denke zum Beispiel an das Thema psychische Zustände. Gibt es Bereiche, in denen das nicht so gut funktioniert, die fehlen im Bereich der Ausbildung? Jetzt stecke ich natürlich nicht allzu tief in der Ausbildung drin. Aber Sie sind ja im Dienst, das genau, heißt, da treffen wurde Sie die mal Menschen. Ausgebildet, genau. Ja, dann trifft man die Menschen mit ihren... Genau, also ich bin der Meinung, für das, was möglich ist, sind wir gut ausgebildet. Wir dürfen nicht vergessen, wir können jetzt keine Psychologin kreieren, die parallel Einsatztaktik beherrscht, die parallel Konflikt miteinander, Kommunikation sollte da schon möglich sein. aber es gibt halt unterschiedliche Themenbereiche, die jeweils erforderlich sind. Wir müssen einen juristischen Bereich abdecken, Eingriffsrecht, Ordnungsrecht, Umweltrecht, Strafrecht, Strafprozessrecht. Und dann kommen die ganzen unterschiedlichen tatsächlich auch Handlungsfelder im Einsatz, wie konfliktmindernde Kommunikation und dazu. Also von daher werden wir zu Generalisten und Generalistinnen ausgebildet. Und ich glaube, das ist tatsächlich die große Herausforderung, da das richtige Gleichgewicht zu finden. Ich bin der Meinung, an der einen oder anderen Stelle kann man das Rad nochmal nicht neu erfinden, aber weiter drehen. Und man muss sich auch immer an den gesellschaftlichen Entwicklungen ein wenig orientieren. Man darf eben nicht da stehen bleiben, wo man irgendwann mal angefangen hat. In der Polizei Berlin passiert es viel, gerade was das Thema, also jetzt, wenn wir den Themenkomplex Rassismus, Antisemitismus und Co. betreffen, was die wenigsten wissen, ist, dass wir seit 1984 geben wir Seminare zum Thema Antisemitismus, bereits in der Ausbildung. Ja, also das darf man nicht vergessen, 1984. Das heißt nicht, dass jetzt das gleich super hilft, um Himmels Willen, aber seitdem geht die Polizei Berlin diesen Weg und ergänzt immer wieder jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, aber um Kooperation auch mit NGOs, mit externen, die uns dann auch nochmal reflektieren, wie wir wahrgenommen werden, die reflektieren, wo die Probleme aus deren Sicht noch sind. All das fließt tatsächlich schon bereits im Rahmen der Ausbildung mit rein. Wie sehen Sie das? Wie breit genug ist die Ausbildung für bestimmte menschliche Bereiche, die
Also die Ausbildung ist schon sehr breit, würde ich sagen. Ich stecke ja mittendrin. Aber ich glaube, dass der Polizeiberuf auch einer der Berufe ist, der am stärksten mit der Komplexität der Gesellschaft konfrontiert ist. Ja, und also wenn wir zum Beispiel mal auf Kommunikationstechniken gehen, würde ich schon sagen, da sind PolizistInnen sehr gut ausgebildet. Die Frage ist ja eher, ob sie immer die richtigen Ansprechpartner für alle Situationen sind. Und da kommt natürlich die Frage auf, wie geht man denn eigentlich mit psychischen Ausnahmesituationen um? Muss man da vielleicht ein Modell fahren wie in den USA, dass Notrufe nicht gleich bei der Polizei reingehen, sondern vielleicht auch eher sozialpsychiatrische Krisendienste mit einbeziehen? Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, dass, und darauf kommen wir vielleicht irgendwann nochmal während dieses Gesprächs, dass es natürlich auch Probleme gibt, wo man sich fragen muss, ist das überhaupt eine originär polizeiliche Aufgabe? Mhm. Also als Beispiel genannt, ist das, also was bringt es der Gesellschaft, wenn beispielsweise obdachlose Menschen von der Polizei aufgegriffen werden, weil AnwohnerInnen sich vielleicht gestört fühlen und die werden dann verbracht oder weggebracht und sind am nächsten Tag wieder da und das Problem ist nicht gelöst. Also das ist so ein Gedankengang, den ich gerade bei dieser Frage hatte, dass man sich natürlich auch diese Fragen stellen muss, wo ist Polizei eigentlich richtig eingesetzt? Mhm. Spannend. Angst, Chorgeist, Macht. Warum ist eigentlich eine öffentliche Kritik an der Polizei so schwierig? Ich glaube, das große Problem ist, also ich versuche das mit ganz vielen verschiedenen Menschen immer zu erörtern, denn für mich als Wissenschaftlerin ist das manchmal sehr unverständlich, warum Polizei nicht einfach sagt, es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht und wir werden daraus lernen und wir werden besser werden. Und mir wird dann oft aus der Polizei heraus gesagt, naja, wenn wir offen über Fehler sprechen, dann sinkt das Vertrauen in die Institution. Und ich glaube, das ist möglicherweise eine große Befürchtung aus der Organisation heraus. Ich glaube aber, dass es eher Vertrauensprobleme gibt, wenn die Behörde nicht transparent nach außen geht und zu ihren Fehlern steht. Wie sehen Sie das? Ja, es tut mir leid, aber da sind wir auf einer Linie. Und genau deshalb haben wir das, also zumindest in meiner Zeit, als ich Sprecher war, war das auch ganz klar. Wir haben Probleme offiziell ganz offen benannt. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal zum Thema Rassismus befragt wurde und gesagt habe, ja, natürlich gibt es Rassismus und Rassistinnen und Rassisten in der Polizei Berlin. Das war für den Journalisten viel schockierender, das zu hören, als für mich es zu sagen. Es entspricht der Realität. Und die Realität zu leugnen, das ist das, was Vertrauen zerstört. Das ist das, was dann wirklich gefährlich wird. Weil wir uns, wir entziehen uns der Gesellschaft damit. Und letzten Endes kann man sehen, man hat die Belege, sie haben sie vorhin benannt oder sie wurden vorhin benannt. Und wenn man dann sagt, nee, sowas gibt es bei uns nicht, das ist, es ist gelogen und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Den Spruch gibt es ja so schön. Und genau das ist das Problem. Aber wenn wir offen und ehrlich damit umgehen, und das haben wir von Anfang an in der Zeit gemacht, das hat auch wehgetan an der einen oder anderen Stelle, wenn ich ehrlich bin. Ja? Weil man dann Sachen offenlegt und transparent kommuniziert, die man sich selber nicht vorstellen konnte. Ich habe dann die entsprechenden Einblicke in die Verfahren gehabt. Und es tat mir wirklich in der Seele weh, solche Menschen in den eigenen Reihen zu wissen. Aber es ist die einzige Möglichkeit der Bevölkerung zu sagen, Leute, ja, wir haben das Problem erkannt, wir sehen es, ich kann den Finger in die Wunde legen und wir arbeiten dran. Alles andere wäre gelogen. Das klingt alles so wunderschön, ich werde gleich kritischer werden. Was nutzen unabhängige Polizeibeauftragte, die es schon in manchen Ländern ja gibt, Sie hatten es auch schon angesprochen, damit die Polizei eben von einer externen Stelle ermittelt wird und nicht Beamte gegen Beamte oder Länder gegen Länder ermitteln? Also sie versuchen natürlich insbesondere Einblicke, also ich kann nur von unserem Polizeibeauftragten sprechen. Es gibt dann... Im schönen Berlin. Ja, genau. Da sieht die Welt in der Oase. Der Oase der Glückseligkeit. Nein, um Himmels Willen, niemals. Ja, es gab kürzlich einen Artikel von ihm, da hat er tatsächlich mal aufgeschlüsselt, welche Fälle es so gibt. Ein Großteil ist wirklich bei den Fälle, bei denen man sagt, okay, das ist jetzt sehr seicht, das ist gar nicht problematisch. Also das ist nicht das Problem, an das wir eigentlich ran müssen. Und dann gibt es Fälle, die dann aber auch Strafverfahren wieder berühren. Und da kommen wir nämlich an eine rechtliche Problematik. Wie weit darf ein Polizeibeauftragter oder ein Bürger- und Polizeibeauftragter tatsächlich in die Verfahren rein? Die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Verfahrens
und sichert natürlich das Verfahren und deshalb erhält er eben nicht in allen Bereichen diesen Einblick, den er eigentlich bräuchte, um seiner Tätigkeit auch in Gänze nachkommen zu können. Wie sieht's hier? Also diese Stellen sind erstmal ein großer Zugewinn, denn bisher ist es ja so gewesen, wenn BürgerInnen etwas passiert ist im Kontakt mit Polizei, dann mussten sie zur Polizei gehen. Und da ist natürlich die Hürde sehr groß, weil das Vertrauen vielleicht nicht da ist, dass ausgerechnet die Adressatin meiner Beschwerde oder meiner Strafanzeige jetzt tatsächlich auch in meinem Sinne ermitteln kann. Ja? Und dann, deshalb sind diese unabhängigen Polizeibeauftragtenstellen für die BürgerInnen schon mal eine ganz große Chance. Und also ich bin auch Vorsitzende des Beirats der Polizei- und Feuerwehrbeauftragten in Bremen, deshalb kann ich für Bremen sprechen. Es gibt tatsächlich auch viele Meldungen aus der Behörde heraus, weil, das ist eben das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, die Beschwerdesysteme in der Behörde nicht so gut funktionieren, dass sie auch niedrigschwellige Möglichkeiten bieten. Und das, was Herr Kablitz aber gerade gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn diesen Stellen fehlt die Ermittlungskompetenz, wenn es um Strafverfahren geht. Das heißt, dann übernimmt die Staatsanwaltschaft und dann haben wir wieder das alte Prozedere, das eigentlich nicht gewinnbringend ist, wenn man quasi unabhängig solche Fälle aufklären möchte. Sozusagen, dann geht es in den Apparat zurück. Ich glaube, was jetzt deutlich als letzte Frage, die jetzt kommt, ist, dass es eine Anerkennungslage gibt. Das habe ich mir auch als, also es gibt sie punktuell, es gibt sie in Berlin als Teil, es gibt sie hier in Bremen, es gibt sie auch in anderen Bundesländern, es gibt Veränderungen. Haben wir denn genug Zahlen und Daten über das Problem als ein in der Fläche so viele, dass man dieses Problem wirklich angehen könnte, wenn man denn wollte? Also dazu kann ich nur sagen, dass mir in den letzten Jahren unbegreiflich war, warum immer alle gesagt haben, wir haben ja gar keine Daten über das Problem. Wir haben ziemlich viele Daten über das Problem und da wir föderalistisch organisiert sind, kann man nie sagen, wenn ich jetzt in Nordrhein-Westfalen forsche, gilt das auch in Berlin beispielsweise. Mhm. Ja? Und das ist eher das größere Problem. Aber wenn wir uns die Studien, die es seit den 90er Jahren gibt, im Zuge von Rostock, Hoyerswerda etc., sind viele Studien auch angegangen worden, dann kann man schon sagen, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Studien immer wieder festgestellt hat, dass es einen relativ großen Anteil an PolizistInnen gibt, die eine eher negative Einstellung gegenüber ausländisch gelesenen Menschen hat. Und die letzte Studie, also der Zwischenbericht der Megawohl-Studie, die ja deutschlandweit auch geforscht hat, die hat leider was Erschreckendes auch zutage geführt, nämlich dass es einen relativ hohen Anteil im Vergleich zur Gesamtbevölkerung gibt an PolizistInnen, die negativ Musliminnen gegenüber eingestellt sind und auch wohnungslosen Menschen. Das heißt, der Anteil derjenigen in der Polizei, die solche negativen Einstellungen haben, ist größer als in der Gesamtbevölkerung. Ansonsten unterscheiden sich die Einstellungen nicht zur Gesamtbevölkerung, sind in etwa gleich. Dazu muss ich aber gleich sagen, die Polizei ist nicht die Gesellschaft, sie ist Teil der Gesellschaft, aber die Polizei ist eine Institution mit Gewaltprivilegien und muss eigentlich besser aufgestellt sein als die Gesellschaft. Ja, zu den Daten würde ich auch sagen, man muss halt wirklich nur mal nachschauen. Also es gibt wirklich wirklich erheblich viele. Sie hatten eine Studie, also Megawo angesprochen. Es gab auch eine Querschnittsstudie, war es in NRW, glaube ich. Also nicht meine ich die Megawo, sondern tatsächlich davor Die Umfelder-Studie. Ja, genau, die Umfelder, genau. Die ja aber eigentlich in der Wertehaltung, wenn ich mich recht erinnere, gezeigt hat, dass die Wertehaltung während der Ausbildung stärker ausgeprägter war. Und dann im täglichen Dienst abgefallen ist, wenn ich mich recht erinnere. Genau, also das heißt, dass diejenigen, die zur Polizei kommen, nicht schlechtere Einstellungen haben als im Gesamtvergleich, sondern das Problem eher auftritt, wenn die Personen in die Praxis gehen. Genau. Also wir nennen das den sogenannten Praxisschock. Ja, also und genau das ist auch der Punkt, den wir in der Polizei Berlin damals herausgearbeitet haben und gesagt haben, okay, was passiert ab diesem Zeitpunkt? Sind es die anderen alteingesessenen KollegInnen, die tatsächlich da den entsprechenden Einfluss ausüben? Oder ist es das Umfeld, das Arbeitsumfeld, das die Menschen prägt? Und davon bin ich wirklich überzeugt, weil Sie hatten vorhin kurz gesagt, was ich alles erlebt habe. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt als Polizist. Aber was ich in der Zeit in einem Jahr an Leid, Angst, Gewalt erlebt und gesehen habe bei anderen Menschen, erleben die meisten Menschen nicht in ihrem gesamten Leben.
also ich will das nicht mit Kriegsregionen um Himmels Willen nicht vergleichen, also niemals. Aber es geht darum, einfach plötzlich in unserer Gesellschaft ist es schlichtweg und ergreifend so, das, was die KollegInnen Tag ein, Tag aus erleben, ein Jahr lang reicht für mehrere Leben, wenn man ehrlich ist. Und genau da, das ist halt auch ein Punkt, an den wir als Polizei Berlin oder die Polizei Berlin vielmehr und wir auch als in der Innenverwaltung, also Senatsinnenverwaltung, rangehen wollen. Unter anderem gibt es, also wie wirken sich diese Umstände letzten Endes aus? Das ist ja auch Bestandteil der Megavo-Studie. Und genau das sind Aspekte, die halt auch wichtig sind, um zu betrachten. Weil wir haben junge Menschen, die eine gute Wertehaltung haben. Und was passiert danach? Und warum passiert das? Und genau das sind die Punkte, die jetzt noch weiter erforscht und weiter aufgearbeitet werden müssen. Genau, und ansonsten waren wir, da sage ich wieder die Polizei Berlin, wann war das, die Seehofer-Studie, die Diskussionen, ich greife mal vor, wir hatten bereits 2016 eine entsprechende Studie intern, wir haben uns begleiten lassen von der Sozialpädagogischen Stiftung Berlin, um einfach zu gucken, was liegt wie vor tatsächlich. Die empirische Studie. Genau, also wir haben tatsächlich auch da schon mehr Schritte ergriffen, um einfach zu gucken, wo müssen wir ran, dass das dann nicht immer schnell genug passiert. Ja, das wäre streitbar. Das wäre tatsächlich der Diskussionspunkt. Aber wichtig ist, ich glaube, gerade in den letzten 8 Jahren hat sich da viel getan. Also viel Bereitschaft, auch dieses Problem zu benennen und auch wirklich anzugehen. Ich möchte mich jetzt dieser Datenlage mit Ihnen ein bisschen nähern, aber ich habe noch Rückfragen und das ist jetzt Fragenhagel quasi beendet. Das Thema institutionelle Institutionen, da wo ich vorhin so aufgeguckt habe. Und Sie haben es jetzt nochmal aufgegriffen unter diesem institutionelle Gewalt. Und wie ist Ihre bei der Definition von institutionellem Problem? Weil Sie negieren es und Sie sagen, es gibt eines. Und ich, genau, und dann bitte nochmal genau herausdeuten, damit wir es gut verstehen. Also ich negiere das nicht. Ich bin der Meinung, man muss differenzieren. Also viele Polizistinnen und Polizisten, wenn man sagt, okay, ihr habt doch ein strukturelles Problem, dann haben die gleich vor Augen, dass sich eine komplette rassistische Struktur durch die gesamte Behörde zieht und alle miteinander verknüpft ein Netzwerk der Rassistinnen und Rassisten bilden. Und genau das ist die völlige Fehlannahme. Ja? Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht eben darum, und da kann ich auch tatsächlich interessante Beispiele nennen, weil man mich immer mal gefragt hat, wie ich gewisse Vorgänge betrachte, die schon ein bisschen älter sind. Da ging es um eine Vorladung für ZeugInnen und die wurden letzten Endes nach gewissen Kriterien gefragt. Und diese Vorladung, die ist schon ein bisschen älter gewesen. Ich weiß nicht, 90er, vielleicht Anfang der 2000er. Aber die war voll von letzten Endes Rassismen, dass sie gesagt haben, das können wir doch, das ist nicht euer Ernst, dass wir sowas noch rausschicken. Also haben wir uns dann die Überarbeitung gemacht, auch in diesem Netzwerk war das, haben die betrachtet, haben gesagt, okay, wir empfehlen hier folgende Sprachwahl, folgende Ausdrucksweise. Und genau das zieht sich dann halt auch. Und das findet man immer wieder an unterschiedlichen Stellen. Ich habe mal ein... Aber ist das nicht ein Beispiel für ein strukturelles Problem? Ja, genau, das meine ich ja. Und da sind wir ja wieder völlig auf einer Linie. Das wissen wir noch nicht. Ja, deswegen. Also, ich habe die auch noch nicht verstanden. Also, okay, aber ich hoffte, dass wir da auf einer Linie sind, dass das genau die strukturellen Probleme sind, die wir, also die außerhalb der Polizei verstanden werden und die auch vorgehalten werden. Und genau an dem Punkt bin ich auch völlig d'accord. Dagegen sage ich gar nichts. Aber wenn es um diese andere Definition geht, die im Kopf der PolizistInnen entsteht, ja, also komplett das Netzwerk durchzogen, alle Rassistinnen und Rassisten, da sage ich, und dem muss ich mich auch entgegenstellen, weil das würde mich auch betreffen. Und keiner ist frei davon, würde ich niemals behaupten. Aber da muss ich mich dann persönlich auch gegen verwehren, weil ich dann auch unter dieses Pauschalurteil fallen würde. Aber ist das ein Pauschalurteil oder ein Vermittlungsproblem, ein Verständnisproblem? Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Definitionsproblem. Und das hat Herr Kablitz ja vorhin auch schon mal angedeutet. Also WissenschaftlerInnen verstehen unter institutionellem Rassismus tatsächlich nicht, dass alle PolizistInnen rassistisch sind, sondern dass es Organisationsstrukturen gibt, die stereotypisch denken bis hin zu Diskriminierungsformen und rassistischem Handeln fördern.
Das können zum Beispiel Paragraphen sein oder was? Also, genau, also das, das findet sich auf allen möglichen Ebenen wieder. Also es fängt an mit Gesetzen, ja, also Bundespolizeigesetz wird immer wieder diskutiert, das einfach so formuliert ist, dass quasi die Handlungspraxis schon so aussieht, dass man erstmal nach dem Aussehen geht, weil es zu wenig Anhaltspunkte gibt, was in diesem Gesetz formuliert wird. Dann geht es weiter über Arbeitsaufträge. Also wenn ich mitbekomme, dass dann eine Brennpunktstreife auf bestimmte Personengruppen zielen soll in einem bestimmten Abschnitt, dann ist klar, da wird natürlich das Aussehen irgendwie adressiert. Dann geht es weiter über interne Aufarbeitungsprobleme sozusagen. Also wenn wir dann rassistische Chatgruppen haben, dann ist die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass die irgendwie aufgedeckt werden? Wenn sie aufgedeckt werden, wie geht denn die Behörde selber damit um? Und dann kommen wir zu den Problemen wie Solidarität, Isolation, Verschwiegenheit nach außen. Ich habe selber in einer deutschen Polizeibehörde mitbekommen, da gab es einen Polizisten, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Männern, die ihre Frauen geschlagen haben, regelmäßig die Nase zu brechen. Und ich habe dann um sein Umfeld herum gefragt, was macht das denn mit euch? Warum sagt ihr denn nichts? Ja? Und die haben alle gesagt, naja, der hat ja irgendwie so seine Möglichkeit gefunden, dieses Problem auch anzugehen. Und dann habe ich mit höheren Ebenen, also bis ganz nach oben gesprochen, und die waren dann alle irgendwann total überrascht und haben zu mir gesagt, Frau Hunold, davon wissen wir nichts. Und haben dann mir gesagt, ich soll das anzeigen. Und dieses Beispiel hat mir gezeigt, was auf unteren Ebenen passiert. Das dringt nicht unbedingt bis dahin, also zu den Menschen, die vielleicht entscheiden könnten, das ist jetzt ein Problem und das müssen wir behandeln. Ja, und das sind einfach Aspekte, die sich auf allen möglichen Ebenen der Organisation finden, die weiche Faktoren sein könnten, die harte Faktoren sein können, wie zum Beispiel Gesetzeslagen oder Auftrags. Formulierung. Ja. Und da sage ich, das ist das Institutionelle daran und diese Strukturen muss man sich angucken. Und eigentlich ist es viel besser, über institutionellen Rassismus zu sprechen, weil es nämlich die Verantwortung von den Einzelnen wegnimmt. Also wir reden dann nicht darüber, dass nur Rassisten zur Polizei gehen, sondern dass die Organisation Strukturen hat, die aufgearbeitet werden müssen. Und ja. Genau, aber dann wäre nur die Begriffswahl das Problem für viele, nicht nur für viele PolizistInnen, sondern auch für, und da kommen wir auch gleich hin, für zum Beispiel die Entscheidung, eine Studie zu machen, dahin kommen wir ja jetzt gleich, warum nur eine bestimmte Art von Studie gemacht wurde, weil es ein Definitionsproblem gibt. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach, aber... Also ich muss mich wiederholen, ich kann nicht für alle Polizei sprechen, aber ich hab's in der Polizei Berlin halt erlebt. Ne? Wenn man die Sachen auch wirklich klar, also entsprechend erklärt, einbettet, dann ändert sich die Einstellung dazu auch vollständig. Es ist wirklich häufig nur eine Frage der Kommunikation gewesen. In der Zeit, in der ich wirklich vor der Kamera stand, gesagt habe, ja, es gibt Rassistinnen und Rassisten, wir hatten hier einen antisemitischen Vorfall, wir haben hier das und das gehabt und, gab es nicht eine Kollegin oder einen Kollegen, die sich bei mir beschwert haben. Nicht eine, die, also ich habe nirgends von nirgendwoher irgendeinen Druck empfunden oder wurde mir vermittelt, dass ich das nicht sagen durfte. Ja, es ist alles eine Frage der Erklärung und der Kommunikation, also nicht alles, ein großer Teil davon tatsächlich. Und davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, gerade wenn man an den entsprechenden Stellen Menschen hat, die auch vorangehen, die sagen, nee, wir müssen drüber sprechen, wir müssen das anpacken. Ihr wollt doch selber nicht sagen, dass ihr mal zur Polizei gegangen seid, um schwarze Menschen zu verfolgen. Das wollt ihr mir doch nicht erklären. Wollt ihr mir doch nicht sehen. Ihr seid doch aus idealistischen Gründen zu dieser Polizei gegangen. Und das zeigen ja auch die meisten Studien, dass eben am Anfang wirklich eine idealistische Einstellung vorhanden war. Und wenn man die Menschen an dieser idealistischen Einstellung packt, dann sind die auch dafür offen. Also das ist meine persönliche Erfahrung, die ich innerhalb der Polizei Berlin gemacht habe, die aber trotzdem natürlich immer wieder an Grenzen stößt, da wo die Definition nicht klar formuliert ist. Nun stößt also aber dieses Kommunikationsgap auf einen Praxisschock in der Fläche, den Sie ja auch beschrieben haben. Und dann gibt es aber die übergeordnete Mantra, die Polizei muss besser sein. Und gleichzeitig auf der anderen Seite betroffene Menschen, die einen Vertrauensverlust in die Polizei haben, entweder weil sie von Polizeikontrollen beispielsweise betroffen sind oder weil sie
genau das Gegenteil sagen und sagen, man sollte eben nicht so über die Polizei reden. In dieser Gemengelage kommt dann obendrauf, dass wir über Studien reden, die es angeblich nicht gibt und die es natürlich gibt. Und lassen Sie uns nochmal auf diese Studien schauen. Ich habe mir das jetzt mal alles zusammen auch nochmal angeguckt, weil ich auch glaube, dass auch in so einem Mainstream-Diskurs nicht so die Klarheit herrscht, welche Studie gibt es jetzt zu was, von wem, föderalistisches System, Sie haben es angesprochen. Also es gab den Wunsch nach dieser Rassismusstudie, Seehofer-Studie wurde das jetzt schon mehrmals genannt und die wurde abgelehnt. Das war in Erinnerung an die Folgen der Debatten 2020. Und dann gab es eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde, aber die eher zur Aufgabe hatte, den Polizeialltag, das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft, eine Studie, die Rassismus untersucht an sich, sondern den Arbeitsalltag und wie das sozusagen, und das war die Megawo-Studie, die mit der Deutschen Hochschule der Polizei in Auftrag gegeben wurde. Weil es keine Rassismusstudie gab, gab es in 4 Bundesländern, unter anderem Berlin, extra Studien, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt haben. Und jetzt haben wir 2 Ergebnisse im Moment im Umlauf. Und das eine ist die Berliner Ergebnisse von Oktober. Allerdings muss man sagen, wenn ich es alles richtig notiert habe, Sie können mich korrigieren, das war eine ethnografische Studie. Das heißt, man ist ins Feld gegangen. Menschen, die das untersucht haben, haben teilnehmende Beobachtungen gemacht, haben Gespräche geführt. Es ist keine Studie wie die Studie die Nicht-Rassismus-Studie von Seehofer. Und das Ergebnis dieser Studie, was im Oktober vorgestellt wurde, habe ich jetzt als Ja-Nein-Problem benannt. Festgestellt wurde, Arbeitsumfeld problematisch, Stress führt zu Fehlentscheidungen, seelische Belastung, Voreingenommenheit kann Diskriminierung verfestigen. Aber diese Studie, und das sagt sie, lässt kein Urteil über institutionelle Probleme zu. Gut. Die andere Studie wiederum, die Ergebnisse haben Sie gerade vorgestellt, eine Überproportionalität an antimuslimischen Einstellungen und gegen Wohnungslose, gleichzeitig aber keine klassische Rassismusstudie, die bestimmte weitere Parameter hätte abfragen können, wenn es sie denn gegeben hätte. So, das heißt, noch 2 weitere Ergebnisse stehen aus. Sie merken schon, ich versuche das alles zusammenzudeuten, fällt mir schon nicht so leicht. Wie soll es draußen einer Bevölkerung leicht fallen, wenn es dann noch so Verteidigungspositionen gibt? Was wäre denn Ihr Wunsch? Sie kennen die Zahlen, Sie haben Ihre aus Berlin, Sie haben den Überblick. Was bräuchte es denn jetzt wirklich für eine Datenlage, die wirklich, ich meine, wir haben, und das ist jetzt mein Hauptargument, dass die Nicht-Seehofer-Studie, die dann doch eine war, ja sagt, es sind keine Einzelfälle. Das ist das Einzige, womit man jetzt hard-fact-mäßig unterwegs sein kann. Was braucht es jetzt, um weiterzukommen? Also erstens braucht es eine Studie, die beide Methoden vereint. Ja? Also eine Mixed Methods Studie, sagen wir immer dazu, denn eine Ethnographie, und ich bin Ethnografin, ich habe es mehr fast nur ethnografisch geforscht, also ich bin über Monate lang mit auf Streife gefahren in verschiedenen Polizeidienststellen. Man bekommt sehr tiefe Einblicke, wie überhaupt das alltägliche Handeln funktioniert. Und diese Einblicke braucht man, um überhaupt zu verstehen, was man erfährt, wenn man groß angelegte Befragungen durchführt. Denn mit groß angelegten Befragungen erreicht man in allererster Linie, dass man eine gewisse Verteilungsproportion beschreiben kann. Ja? Also wie viele Menschen denken auf diese und jene Art und Weise. Das führt uns aber noch nicht dazu zu verstehen, wie es denn eigentlich dazu kommt. Und man kann durchaus auch aufgrund einer ethnografischen Studie sagen, dass es institutionelle Probleme gibt. Man kann und darf aber nicht sagen, dass das jetzt repräsentativ ist. Also es ist keine repräsentative Studie, in dem die Ergebnisse auf die die Grundgesamtheit der PolizistInnen in Deutschland zurückzuführen wäre. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre erstens eine Politik, die sagt, wir brauchen solche Studien, und damit hat Seehofer schon eine Tür verschlossen, als er gesagt hat, wir brauchen keine Rassismusstudie, weil Rassismus ist verboten und deshalb wird es nicht passieren, was wirklich zum Lachen ist, denn dann würde es auch keine Kriminalität geben, denn die ist auch verboten. Also das war mein erster Gedanke, als ich dieses Statement las. Das heißt, wir brauchen einfach ein politisches Verständnis dafür, dass es total okay ist, die Polizei zu beforschen und dass man damit auch keinen
keine Vorverurteilung erreichen möchte, sondern dass man das Problem einfach tiefergehend verstehen möchte, um die Probleme auch wirklich dezidiert anzugehen. Ob es jetzt eine gesamtdeutsche Studie immer sein muss, davon bin ich nicht unbedingt überzeugt. Das ist auch schwierig umzusetzen. Das braucht ganz viel Ressourcen, das braucht Zeit. Ich glaube, man kann diese Studien auch in verschiedenen Bundesländern durchführen. Also ich habe zum Beispiel immer Studien durchgeführt in 2 bis 3 Bundesländern. Und man hat dann schon sehr gute Ergebnisse. Und natürlich könnte dann ein nicht betroffenes Land sagen, okay, Sie haben jetzt für die und die Länder diese Ergebnisse, für uns gilt es nicht, aber das ist dann in deren Verantwortung. Das würde uns aber jetzt erstmal, wenn wir diese beiden Methoden zusammenbringen würden, eine sehr, sehr gute Grundlage geben, überhaupt darüber zu sprechen, wie groß ist das Problem und wodurch entsteht es eigentlich. Frau Dr. Hunold, Sie hatten vorhin was gesagt, Arbeitsabläufe, Prozesse, Paragraphen letzten Endes. Ich würde es tatsächlich mal auf eine Studie hinsichtlich der Arbeitsabläufe, Geschäftsanweisungen, internen Anweisungen, Polizeidienstvorschriften gerne runterbrechen. Ich glaube, das ist ein Themenfeld, das mir persönlich auch noch am Herzen liegen würde, dass man da wirklich tiefer reinschaut im Rahmen einer Studie, um zu gucken, da sind wir eben an dem institutionellen Rassismus. Da gucken wir eben, welche Problematiken finden sich vielleicht in Dokumenten wieder. Wo schleift sich eventuell durch eben das immer wieder Aufrufen eines Dokumentes mit Rassismen eben auch das in den Sprachgebrauch von KollegInnen ein? Und genau darum geht es mir, also das finde ich jetzt ergänzend sehr schön, wenn man darüber hinaus oder in die Richtung halt auch forschen würde. Ich denke an die PDV, oh Gott, also Polizeidienstvorschrift, Entschuldigung, 300. Das passt jetzt nicht zum Thema Rassismus, aber da ging es um die Polizeivollzugsdiensttauglichkeit. Also die polizeiärztliche Untersuchung ist es, glaube ich. Und in dieser PDV wird zum Beispiel wurde früher von einem, ich kriege jetzt den Passus nicht mehr genau hin, aber von einem gesunden maskulinen oder femininen Hormonsystem gesprochen. Also ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber es ging darum, dass das halt auch entsprechend ausgeprägt sein müsste. Und das schließt aber ganz, ganz viele Menschen aus, die unter diesem Begriff eben nicht fallen. Und genau das ist ein Problem. Und genau da fangen wir eben an, wenn wir solche Sachen betrachten, solche Sachen herausfiltern, dann ändern wir auch letzten Endes die institutionellen Probleme, vor denen wir stehen. Und ich glaube, deshalb wäre eine Studie ergänzend in dem Bereich wirklich wichtig. Das ist eine super Überleitung zu diesen Internas. Das wäre nämlich jetzt mein zweiter Blick gewesen, nämlich das immer wieder auch von Ihnen angesprochene Thema Chorgeist, also was ja auch, Sie hatten Raphael Bär zitiert, das war auch das Thema 2019 hier bei der Streitbar Cop Culture. Das ist ja etwas, was ein internes Wissen ist, das kann man dann erforschen, wenn man im Feld unterwegs ist, dann bekommt man das mit, die Regeln, die vielleicht auch zu einem Praxisschock führen, so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, oder auch in den Gesprächen, die man eben mit kritischen PolizistInnen führt und dann bemerkt, was bedeutet das eigentlich und wenn es keine anonymen Verfahren gibt, das haben Sie schon angesprochen, aber das ist jetzt für mich auch ein Thema. Bei der großen Studie, die keine Rassismusstudie war, haben nicht alle Bundesländer teilgenommen, sondern die StudienmacherInnen gingen ja auch davon aus, dass die wirklich problematischen Einstellungen gar nicht zutage gefördert werden können, weil die Polizistin zwar freiwillig sich wahrscheinlich gar nicht gemeldet haben, weil sie ja wissen, was das für Konsequenzen hätte. Das heißt, das, was herausgekommen ist, war das Gros der Leute, die eigentlich wahrscheinlich dachten, es wäre schon in Ordnung, was sie denken und wie sie agieren. Das war für mich zum Beispiel ein erhellender Moment. Das heißt, Sie sind viel auf der Straße, Sie waren im Feld. Dieses Thema Vorurteile, dieses Thema Selbstverständlichkeit, Spiegelbild der Gesellschaft und aber besser sein, das interessiert mich wirklich sehr, inwiefern es ein Bewusstsein darüber gibt, dass es ein Problem gibt. Also nicht, wenn es um klare antisemitische oder rassistische Vorfälle geht, um Mord oder Ähnliches, sondern um diesen, so wie Sie es beschreiben, diese Subtilität, Polizeisprech, wie ich erinnere, die sogenannten D-Morde, Nafri als Begriff. Es gibt immer wieder Dinge, die so heraussickern, die selbstverständlich genommen wurden, bis jemand Kritik geübt hat. Und das würde mich interessieren, inwiefern es da ein Wissen, ein Bewusstsein, ein Gespräch, Sie arbeiten an Reflexionsräumen, inwiefern findet das statt oder eben auch nicht? Ja, Sie haben das Stichwort schon gesagt, Reflexionsräume. Ich greife mal jetzt eine Dienststelle raus, weil sie da wirklich sehr vorbildlich ist, weil sie auch durch die
lokalen Gegebenheiten Gefahr läuft, eben eine Fehlprägung zu unterstützen. Insbesondere dann, wenn dann so von anderen Alteingesessenen womöglich nochmal so eine Richtung gegeben wird. Also der Abschnitt 53 zuständig für Cottbusser Tor und Görlitzer Park in Berlin. Viel diskutiert. Viel diskutiert, immer wieder, ganz genau. Und auf dieser Dienststelle ist es tatsächlich so, da hat die Abschnittsleitung eingeführt, dass es tatsächlich so eine Reflexionsgespräche gibt. Ja, warum schreitet ihr da ein? Also es wird tatsächlich diskutiert in den Dienstgruppen. Also die Abschnittsleitung zieht sich immer mal eine Dienstgruppe heran und sagt, okay, und jetzt gerade mit den jungen Nachrückenden und dann auch mit, also wirklich gemeinsam, erklärt mir mal, warum habt ihr den kontrolliert? Und naja, darf ich ja. Ist ja ein kriminalitätsbelasteter Ort. Ja, okay, kann man natürlich so formulieren, aber fass doch mal weiter nach. Warum wirklich? Ne? Was hat dich dazu veranlasst? Warum hast du nicht den anderen kontrolliert? Und das ist tatsächlich, das ist ein guter Weg, ja, ein guter Schritt, muss man vielleicht sagen. Weg ist vielleicht noch ein bisschen viel, aber das ist ein guter Schritt. Und wir sehen es gerade, wenn die Behörde anfängt, auch diese Richtung zu leben, wo wir hinwollen eigentlich als Polizei, wo wir als Polizei eigentlich stehen müssten. Da benutze ich immer dieses Bild, das tausendfach gesagt wurde, aber fest mit beiden Füßen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist der Auftrag der Polizei. Das ist das, wo wir uns wiederfinden müssen. Aber das ist ja der Wunsch. Ja, genau. Und aber die Realität Die Realität weicht leider davon ab. Aber man sieht halt, dass es ein Schritt, um da näher ranzukommen. Wir haben dadurch, dass wir diese, also als Behörde und auch als Innenverwaltung die Richtung vorgegeben haben, nochmal ganz klar definiert haben, wo wir stehen wollen, wo wir hinwollen, haben wir auch einen Selbstreinigungseffekt Stück für Stück. Also dieser Chorgeist, die Mauer des Schweigens oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte, ja, die bricht auf, sie wird brüchig. Und das haben wir auch an der HWR zum Beispiel gesehen. Da gab es ja auch Was ist HWR? An der Hochschule für Wirtschaft und Recht, an der Frau Dr. Hunold unterrichtet. Ich weiß nicht, waren Sie da schon? Nee, da waren Sie noch nicht da, glaube ich. Haben noch nicht dort doziert. Da gab es einen Sachverhalt in einer Studiengruppe. Genau. In einer Studiengruppe auch ein Chat, in dem Inhalte geteilt wurden, die ich hier nicht aufzählen möchte, weil sie wirklich fürchterlich waren. Und auch da war es jemand, der gesagt hat, so geht's nicht. Wir stehen für was anderes als Polizistinnen und Polizisten und hat diese Mauer durchbrochen und hat das angezeigt. Das führte dazu, dass tatsächlich, ich glaube, 7, 8, 9 unmittelbar entlassen wurden. Und genau das sind die Menschen, die wir gerade in den vergangenen Jahren immer mehr gesehen haben, weil man ganz klar sagt, okay, dieses Thema ist kein Tabuthema mehr, wir müssen darüber reden, wir müssen es erörtern. Die Bevölkerung hat zu Recht die Erwartungshaltung an uns, dass wir besser sind, ja, weil wir in Menschenrechte in erheblichem Maße eingreifen dürfen. Man muss uns mehr auf die Finger schauen dürfen. Und genau diesen Weg, also das kommuniziert die Behördenleitung, die Behörde, die nachgeordneten Führungskräfte und immer mehr, sodass wir gerade in den vergangenen Jahren auch immer mehr Verfahren gesehen haben, die zutage getreten sind, weil sie eben angezeigt wurden. Ja. Genau, aber es trifft noch nicht so ganz den Kern, weil das sind jetzt sozusagen die Beispiele des Mauerdurchbrechens, aber breiter ist ja noch dieses Gefühl eines Unbewusstseins, eines Selbstverständnisses, zumindest wenn ich jetzt diese Studienergebnisse nehme. Und das sind ja die vorläufigen, das sind ja noch nicht mal die endgültigen. Wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube, dass Vorurteile und Stereotype sehr, sehr weit verbreitet sind. Also gerade bei denjenigen, die alltäglich mit Menschen auf der Straße zu tun haben. Ich glaube, dass das was ganz anderes ist, je höher sie kommen in der Hierarchie. Also diejenigen, die im höheren Dienst sind. Ich muss ehrlich sagen, habe ich das bisher nicht erlebt, dass da irgendwie verfestigte Meinungen gegenüber spezifischen Menschengruppen sind. Mir ist das aber auf der Straße eigentlich nahezu täglich und sehr weit verbreitet begegnet. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das reflektiert wird. Und das zeigt ja auch so ein bisschen die Diskussion zum Beispiel um den Begriff des Südländers, der sehr weit verbreitet ist in der Polizei, inzwischen auch schon im öffentlichen Diskurs sehr fest verankert ist und der einfach
ja, der rassistisches Handeln zur Folge hat. Ja, man hat eine Vorstellung davon, wer alles darunter fällt, und das betrifft ganz viele geografische Räume der Welt. Und damit werden aber auch soziale Attribute verbunden, wie zum Beispiel Südländer seien aggressiver etc. Und dass solche Begrifflichkeiten immer noch selbstverständlich verwendet werden. Ich weiß, dass es Ansätze gibt in Polizeien, diese Begriffe auch aufzubrechen, zu hinterfragen. Ich glaube aber, dass es ein ganz langer Prozess ist, dazu zu kommen, dass die Mitarbeitenden tatsächlich verstehen, warum diese Begrifflichkeit vorverurteilend und rassistisch ist. Ja? So, das ist das eine. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, ich kenne den Abschnittsleiter 53, der kommt... ist schon bei mir im Unterricht gewesen, und der hat auch auf eine sehr schöne Art und Weise beschrieben, wie er es verhindern will, dass Racial Profiling im Görlitzer Park zum Beispiel passiert. Ja, er hat ein System entwickelt, das den Menschen dort, den PolizistInnen, eine ganz konkrete Handlungsanleitung gibt. Wie kann ich besser die Menschen finden, die ich eigentlich finden möchte, aufgrund von Verhaltensweisen etc.? Und woran ich aber denken musste, als Sie das Beispiel genannt haben, ist, das war der politische Druck, der natürlich auch dazu geführt hat, hier ein verändertes Verhalten zu entwickeln. Also weil dieser Abschnitt sehr stark unter der Beobachtung stand und natürlich sehr häufig auch der Vorwurf des Racial Profilings kam. Und was ich mit diesen beiden Dimensionen so ein bisschen ausdrücken möchte, ist, es sind so viele verschiedene Ebenen betroffen. Also die Frage ist, was macht die Behördenleitung eigentlich mit bestimmten Problemen? Also wie kann sie das schaffen, dass Mitarbeitende stärker über ihre Stereotype und Vorurteile reflektieren? Und ich glaube aber, dass das oftmals tatsächlich nur passiert aus ganz vielen verschiedenen Gründen, wenn der Druck von außen sehr hoch ist. Und deshalb ist es auch gut, dass es gerade eine große kritische Debatte über die Polizei gibt. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich die Menschen, die es betrifft, aber auch an die Hand nehmen? Also meine Studierenden haben mir von diesem Vorfall erzählt, dass es eine Chatgruppe gab, bevor ich an die HWR kam, also an die Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und ich habe die dann gefragt, ja, wir haben irgendwie über Wert und Norm gesprochen und über politische Einstellungen. Und dann haben die mir erzählt, ja, sowas schreiben wir nicht mehr in unseren Chats, in WhatsApp. Also darüber schreiben wir nicht mehr, was wir für politische Einstellungen haben, weil wir wissen, wir dürfen das nicht. Das ist aber der falsche Weg. Also man muss... Schreck, ja. Genau, also das ist keine Reflexion, das ist kein Aufbrechen der Muster, sondern das ist ein Verbot und es gibt keine Alternative dazu. Und da denke ich, muss die Behörde viel, viel mehr ihre Mitarbeitenden tatsächlich Orientierung geben, an die Hand nehmen, Angebote machen, reflektieren und darüber sprechen, warum etwas nicht gut ist. Da sind wir in einem Punkt jetzt tatsächlich mal nicht d'accord. Ich bin entsetzt vor Dr. Hunold. Aber wirklich nur ein Punkt, weil es passiert nicht alles wegen politischen Drucks. Das ist mir wichtig, das nochmal herauszustellen, weil da habe ich mich jetzt vielleicht, mein männliches Ego hat sich da angegriffen gefühlt. Nein, das nicht, aber es ist tatsächlich so, mit der Funktion als Pressesprecher habe ich wirklich versucht, einfach diese Richtung einzuschlagen. Und es war mir egal, was politisch um mich drumherum passiert ist, weil ich ein ganz klares Wertebild davon habe, wie Polizistinnen und Polizisten funktionieren sollen oder wie sie aufgestellt sein sollen. Und deshalb war mir immer klar, ich werde die Probleme benennen, ich werde dagegen ankämpfen. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen in dieser Behörde, die das genauso tun, ohne auch nur ansatzweise und ansatzweise wirklich irgendwoher einen Druck zu empfinden, sondern wirklich aus eigenem Antrieb heraus zu sagen, nee, das ist meine Behörde und ich werde diese Behörde verändern. Und das war tatsächlich auch mein Antrieb. Und da war es mir egal, ob mir irgendjemand eine Richtung vorgegeben hat. Für die Studie immer wieder an. Aber ich kann mich noch daran erinnern, weil ich an diesem Tag tatsächlich in einem Interview stand mit dem ZDF und dann hieß es, Herr Kabitz, wenn wir Sie hier schon hier haben, was sagen Sie denn dazu? Die Studie wurde jetzt abgelehnt. Was sagt denn die Polizei Berlin dazu? Und dann habe ich gesagt, aus tiefster Überzeugung, wir stehen dem offen gegenüber, wenn so eine Studie kann uns nur helfen, sie kann untermauern, da, wo wir stehen. Und wenn sie Problemfelder aufzeigt, dann zeigt sie auch da, wo wir die Themenfelder an die wir auch ran müssen. Das ist doch das, was uns hilft. Und in dem Moment habe ich gedacht, so, habe ich mich jetzt gerade um Kopf, also danach, dann habe ich mich jetzt gerade um Kopf und Kragen geredet. Aber mir war auch klar, wenn das der Fall sein sollte, dann ist es nicht meine Polizei und dann bin ich auch raus aus diesem Laden. Und deshalb war, und von mir gibt es ganz, ganz viele Menschen,
keine Klone, sondern ganz, ganz viele andere Menschen, die genau das gleiche Mindset haben und genau nach vorne preschen. Allein in diesem Netzwerk für Vielfalt, Inklusion und Akzeptanz, ich weiß gar nicht, wie viele sich letzten Endes daran beteiligt haben. Es gab so einen harten Kern, um die 50 in etwa, und darüber hinaus zu den Veranstaltungen sind in Teilen 100 plus gekommen. Ja, und die wollen was verändern, und deshalb würde ich da ein kleines Kontra einlegen. Das nehmen wir, und ich möchte, bevor wir in den nächsten Themenblock, nämlich was ist überhaupt möglich an Veränderungen, noch eine Rückfrage an Sie stellen, nämlich weil Sie jetzt die stereotypisierten Menschen benannt haben. Sie haben in einem Interview gesagt, dass besonders junge Männer eben Diskriminierung erleben, also besondere junge Männer mit besonderen Merkmalen äußerlicher Art, etwa durch eben diese Polizeikontrollen, und dass, wenn sie in diesen Räumen sind, das auch zu einem Vice-Versa-Effekt quasi führen kann. Also zu sozialer Unzufriedenheit, die auch in gewaltsamer Form zum Ausdruck kommen kann. Es ist für mich so eine Art Teufelskreis. Also in diesem Praxisschock gibt es dann auch noch die Bestätigung des Schocks von Menschen, die aber immer wieder in diese wiederholte Situation einer problematischen Struktur sind. Und das ist ja auch etwas, was wir in medialen Debatten immer wieder sehen. Als ob es immer so, also das eine Gewicht, dann kommt es immer zum Wechsel. Wie würden Sie das beurteilen? Also wie könnte man da eine Schneise mal hineinschlagen und diese Argumentationsstruktur durchbrechen? Ich fand das schon einen wichtigen Punkt, weil zu sagen, es gibt dort keine Gewalt. Wir sehen das jetzt auch, und das ist natürlich eine andere Form, aber bei der Lehrerin Bahar Aslan, die im Endeffekt aus einer Empörung, aus einer Wut, aus einem Gefühl heraus eine Angst formuliert hat. Man könnte es auch so lesen, man könnte es aber auch gewaltvoll lesen. Es ist immer eine Frage der Interpretation der Situation. Wie würden Sie hier argumentieren? Was genau meinen Sie? Also mir geht es so ein bisschen um dieses Verstehen der Menschen da draußen. Hm. Vorhin hatte ich ja auch gesagt, menschliche Unterschiede, ja, denen die PolizistInnen begegnen, die ja mit diesem ganzen Verständnis, Sie haben gerade gesagt, nicht meine Polizei, ich würde behaupten, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, das ist nicht meine Polizei, aus genau diesen Gründen. Manche machen Lehraufträge und sind trotzdem also es ist so komplex, und diese Komplexität müsste ja von PolizistInnen im Dienst erfasst werden. Das ist eine große Aufgabe. Genau, also da sind wir so ein bisschen bei so einer, ich nenne es mal Opferperspektive, ja, Betroffenenperspektive, die super wichtig ist. Und wenn wir zum Beispiel zu dem Punkt gehen, dass Menschen, die wiederholt von polizeilichen Kontrollen betroffen sind, von polizeilichen Maßnahmen betroffen sind, die dann vielleicht auch migrantisch gelesen werden, dann ist das eine Ausschlusserfahrung? Dann ist das eine Erfahrung, die mir zeigt, ich gehöre ja gar nicht zu dieser Gesellschaft, weil ich immer irgendwie im Fokus stehe. Und die Polizei ist eine staatliche Institution und vertritt den Staat sozusagen. Und wenn der mich nicht anerkennt als Teil dieser Gesellschaft, als Mitglied dieser Gesellschaft, dann führt das dazu, dass es einen ganz tiefen Vertrauensverlust gibt. Also es gibt sehr viele Forschungen dazu. Beispielsweise aus Frankreich in den Banlieues, wo ja Menschen einfach komplett abgehängt sind. Ja, sie sind ausgeschlossen vom Arbeitsmarkt, vom Bildungsmarkt, sie sind ausgeschlossen vom städtischen Leben und sind dann auch noch in einem starken Fokus der Polizei. Und das führt letztendlich dazu, dass Betroffene möglicherweise sich auch einfach zurückziehen und sagen, dann muss ich mir meinen eigenen Platz in dieser Gesellschaft suchen. Und da sind wir dann wieder bei solchen Vorfällen wie in Neukölln-Silvester, wo wir nicht genau wissen, wie komplex eigentlich die Situation gewesen ist, aber wo man schon auch sagen kann, da sind wahrscheinlich junge Männer auf der Straße gewesen, die von Ausgrenzungserfahrungen in der Gesellschaft betroffen sind und dementsprechend auch eine negative Haltung zu staatlichen Institutionen entwickelt haben. Und eine Lehrerin wie Bahar Aslan, die über ihre eigene Betroffenheit spricht und die Institution nichts anderes tut, als das zu verurteilen und sie jetzt auch noch auszuschließen, indem ihr Lehrauftrag gecancelt wird, das ist ein sehr, sehr starkes Signal dafür, dass man das Problem eigentlich nicht anerkennen müsste, dass man das Problem nicht anerkennen möchte. Und das ist zum Beispiel auch ein Argument, das ich immer wieder bringe, dass die Polizei eigentlich viel mehr Sensibilität für so eine Betroffenheitsperspektive, Betroffenenperspektive entwickeln muss. Und zwar nicht nur, was ihre eigene Symbolik
ja beim Vermitteln dessen, gehörst du jetzt dazu oder gehörst du nicht dazu, betrifft, sondern auch, wenn es um Opfer von Kriminalitätsvorfällen geht. Ja? Also es gibt Hinweise darauf, dass beispielsweise Hasskriminalität selten zur Anzeige gebracht wird, weil die Betroffenen nicht glauben, dass die Polizei damit sensibel und gut umgehen kann. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also dass diese Vorstellung entwickeln die Menschen nicht aus dem Nichts. Und wenn wir uns den NSU und Hanau und so weiter angucken, dass eine Polizei in Hessen nicht mit Betroffenen, Hinterbliebenen von eines rassistischen Anschlags sprechen möchte, dann ist das für mich eine Haltung, die hat irgendwie nichts Menschliches, sondern es hat was Bürokratisches. Also mit Opfern und Betroffenen wird eher bürokratisch umgegangen. Und das ist keine gute Vorgehensweise. Ich muss Sie wieder aufnehmen, es tut mir leid, Frau Dr. Hunold, aber Sie haben vorhin auch was absolut Treffendes gesagt. Die Polizeien im Allgemeinen, und ich glaube, das kann man jetzt pauschal tatsächlich sagen, stehen häufig vor einem Symptom und nicht vor der Ursache. Sie hatten Silvester zum Beispiel angeführt, auch das ist ein Symptom gewesen und nicht die Ursache, sondern es geht auch meiner Interpretation danach sehr häufig, dass Menschen sich gesellschaftlich abgehängt fühlen, keinen Zugang haben und sich das dann irgendwann entlädt. Das bestätigt wieder Stereotype, die in Polizeien vorherrschen und vielleicht auch dadurch dann wieder gefördert werden. Da muss man dann besonders hart reingehen oder Ähnliches. Und so, Sie hatten es vorhin auch gesagt, es ist dann letzten Endes ein Teufelskreis. Die Ursache findet sich ganz, ganz, ganz woanders. Für die kann die Polizei oder kann der Bereich Inneres, sage ich mal, auch nicht die Verantwortung übernehmen. Da sind andere viele Punkte, Bereiche gefragt, gerade mit Blick auf Silvester, da gab es ja auch den Jugendgipfel, der eingerufen wurde in Berlin. Und da ist es schön zu sehen, dass es um viele, viele Aspekte geht, die tatsächlich im Bereich der Prävention zu sehen sind. Und da geht es nicht eben darum zu sagen, okay, hier müssen wir ausschließlich hart konsequent vorgehen im Sinne der Repression, sondern hier, es geht ganz klar darum, ich glaube, 4 von 5 Punkten setzen sich tatsächlich mit den präventiven Maßnahmen aus. Also was müssen wir als Gesellschaft tun? Was muss der Staat tun, um diesen Menschen eine Perspektive zu bieten, um ihnen den Zugang zur Gesellschaft überhaupt erstmal zu ermöglichen? Und unter dem Gesichtspunkt halte ich also genau diese Kernfrage tatsächlich für absolut elementar. Aber es ist interessant, weil die Präventionsfrage ist jetzt wieder sozusagen eine Verortung, die Verantwortung zu jemand anderem zu übertragen. Lassen Sie uns nochmal kurz bei der Verantwortung der größer und besser sein müssenden Polizei behalten, weil der Teufelskreis ist zwar jetzt da, aber die Polizei muss ja besser sein. Und dann wäre ja die Frage, das wäre die Überleitung zu Themenblock 2, wie bleibt für die, die es sind und wie werden die, die agieren, wertschätzend handlungsfähig? Und ich hatte in einer der Fragenhagelfragen gefragt, ob es genug fachliche Kompetenz für die Straße gibt. Ich hatte das mit diesen menschlichen Unterschieden und ich will da noch mal darauf eingehen, weil das Beispiel der jungen Menschen mit Migrationsgeschichte oder wie auch immer sie beschrieben werden mit verschiedenen Begriffen, ist das eine. Wir haben auch über psychisch erkrankte Menschen gesprochen. Wir haben über obdachlose Menschen gesprochen. Ich möchte an das Beispiel die tödlichen Schüsse auf den 16-jährigen Mohamed Lamine Dramé erinnern. Das wurde viel diskutiert, weil bei diesem Einsatz, also der Polizist ist jetzt im Februar, glaube ich, war das wegen Totschlags angeklagt. Also es hat ja für die jungen Menschen, mit denen man präventiv sicherlich arbeiten kann, aber ja natürlich, sie sehen ja die Fälle. Das heißt, um mal auf Reformen und Veränderungen. Sie sind in der Ausbildung. Sie bekommen die von der Ausbildung kommen mit, die dann den Praxisschock erleben. Was gibt es da noch für Stellschrauben? Denn Menschen wie Bahar Aslan, die jetzt einfach repräsentativ für Einstellungen, und ich weiß, dass es Trainings gibt, früher hieß es interkulturelle Kompetenz. Heute heißt es ein bisschen anders, weil man dann auch gemerkt hat, dass es vielleicht nicht das Konzept. Also es gibt viel in der Ausbildung. Aber es scheint nicht zu genügen oder es ist dann nur teilweise im Feld oder es ist dann doch nicht ganz gewollt. Was ist da zu tun? Also ich glaube, dass die Ausbildung insgesamt schon recht gut ist. Ich habe vor allem auch, ich habe gerade ein Seminar, ein Vertiefungsmodul zu Polizei und Rassismus. Und da sitzen junge Menschen vor mir, mit denen kann ich ganz offen über Begrifflichkeiten diskutieren, die in Texten verwendet werden, die rassistisch sind. Und die verstehen das auch alle sofort und die sind offen für diese Thematik. Also der Kurs ist gut besucht.
Ich habe nicht den Eindruck, dass diese jungen Menschen daran kein Interesse hätten. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie zu wenig sensibilisiert sind. Also vielleicht, ich kann jetzt nur für Berlin, für die HWR Berlin sprechen, nicht für andere Hochschulen, müsste es noch eine stärkere Sichtbarkeit und Verankerung dieser Themen in den Modulhandbüchern geben. Denn es ist momentan so ein bisschen mein Eindruck, dass es immer von einzelnen Dozierenden abhängig ist, ob diese Themen angeboten werden oder nicht. Also das heißt, eine Verstetigung und Etablierung dieser Themen müsste noch vorangetrieben werden. Eine Verstetigung im Dienst dann. Ja, das ist der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Denn was passiert mit diesem Wissen, wenn jemand 10 Jahre schon in der Praxis ist? Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr viel aus meinem Geografiestudium von vor 20 Jahren. Ja? Ja, und, das heißt, das müsste eigentlich immer wieder neu aufgegriffen werden und es müsste auch Räume dafür geben, dass Menschen immer wieder in Fortbildungsangebote gehen. Und das ist nämlich ein Punkt, der viel zu wenig ausgeprägt ist. Also es gibt wenig Fortbildungsangebote und sie sind oftmals aus Ressourcengründen, wie auch immer, nicht gut besucht und es gibt auch wenige Plätze. Und das heißt, es müsste verstetigt werden, dass diese Themen, wie also die sensibilisieren für die diverse Gesellschaft und den Umgang, den praktischen Umgang mit Menschen in dieser diversen Gesellschaft müsste regelmäßig angeboten werden, und zwar für alle. Alle, die es betrifft. Und wie das zu bewerkstelligen ist, weil Zeit ist knapp, Geld ist knapp, etc., das kann ich auch nicht sagen. Ich fange mal mit dem Warum an. Ich habe das häufig mit KollegInnen erlebt, innerhalb der Polizei Berlin, auch darüber hinaus, auch in anderen Strafverfolgungsbehörden, dass die halt stark den Fokus, den strafrechtlichen Fokus hat. Ja, der hat das gemacht und da müssen wir gegen vorgehen, konsequent. Und ich habe mich bei dem einen oder anderen Delikt, gerade wenn es darum geht, wenn Kinder Taten begangen haben, habe ich gesagt, okay, hast du dir mal die Frage nach dem Warum gestellt? Warum ist das passiert? Und da merkt man, dass man tatsächlich das verursacht, eine Reflexion überhaupt erst, weil viele sehen halt wirklich nur die reine Tat, ohne versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Das ist rein strafrechtlich ist das erstmal für einen Polizisten oder eine Polizistin völlig irrelevant. Ja? Strafanzeige aufgenommen und. Aber als mit der gesellschaftlichen Verantwortung auch einer Polizei ist es eben entscheidend, einfach mal zu fragen, warum ist das passiert? Warum hat der, also es sind sehr delikate Delikte, um die es jetzt geht, aber auch unter Kinder, im Bereich von Kindern eben, deshalb will ich es jetzt gar nicht zu weit ausführen, aber warum hat ein 11-jähriger Junge genau das getan? Ja, also damit habe ich auch mal einen Staatsanwalt geschockt, der gesagt hat, boah, fürchterlich und ja, da wären wir richtig und da müssen wir ja, also 11 Jahre war der, da war sowieso nichts viel für die Staatsanwaltschaft, aber der hat sich sehr stark echauffiert darüber und hat gesagt, okay, aber wie kann sich denn ein Kind zu solcher einer Tat entschließen? Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Und dann, und dann hat er gesagt, nee, stimmt. Und genau das ist, glaube ich, das ist ein Punkt, an den wir ran müssen. Das ist wirklich entscheidend, dass wir diese Frage des Warums einfach nochmal innerhalb der Polizei auch immer wieder selber stellen. Und der andere Punkt, den will ich aufgreifen. Und wie kann das denn geschehen? Ja, Reflexionsräume. Verantwortungsbewusste Führungskräfte. Aber sie gibt es ja nicht. In Teilen schon, aber nicht genug, genau. Verantwortungsbewusste Führungskräfte. Und da kommen wir genau zu dem Punkt Fortbildung. Ich bin der Meinung, also es gibt Fortbildungskatalog der Polizeiakademie und darüber hinaus, der ist phänomenal. Der ist, also würde ich sagen, ist super. Aber er ist nicht verpflichtend. Nicht in allen Teilen verpflichtend. Für Führungskräfte gibt es mittlerweile, also für die erste Führungsebene, nicht für den höheren Dienst oder so, sondern für die Zugführer, Hundertschaftsführer und Dienstgruppenleitung, also die wirklich unmittelbar am Basisdienst dran sind so, oder sein sollten, für die gibt es eine verpflichtende Fortbildung, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Die müssen diese Fortbildung besuchen. Ja. Ich glaube sogar einmal im Jahr. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da müsste ich nochmal nachhaken. Aber die wurde vor 2 Jahren, würde ich sagen, eingeführt in der Polizei Berlin, dass man gesagt hat, nee, ihr seid die Ersten, die eventuell eine Fehlentwicklung feststellt. Ihr seid die Ersten, die reflektieren können. Ihr müsst sofort darauf reagieren. Das ist eure Verantwortung unmittelbar. Ich gebe Ihnen nämlich auch recht, jemand, der im höheren Dienst irgendwo im Büro sitzt
ohne das jetzt despektierlich klingen lassen zu wollen, ja, der kriegt das gar nicht mit, der kann das gar nicht mitbekommen. Aber die unmittelbaren Führungskräfte, das ist der erste Schritt. Und dann müssen wir halt auch gucken, dass wir in diese Mannschaften hineingehen und da genau entsprechend verpflichtende Fortbildung anbieten. Sie haben Kopf geschüttelt und ich finde es auch interessant, weil diese Verpflichtung als verpflichtende Weiterbildung ist interessanterweise in allen Institutionen, nicht nur bei der Polizei, das Thema, wenn es um eine Sensibilität geht. Gibt es diese verpflichtenden Dinge? Weil Sie waren also, gerade irritiert. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den Fortbildungsmöglichkeiten in Berlin nicht gut aus, weil das ist an der Akademie, nicht bei uns an der Hochschule. Und deshalb war ich nur irritiert und überrascht, dass es das anscheinend gibt, dass da verpflichtende Angebote sind. Ich würde jetzt mal diese Verpflichtung mitnehmen und die Überschrift geben, soziale Skills, weil das alles, was Sie beschreiben, ist ja sozusagen eine Warum zu stellen, bedeutet Awareness zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen, nicht nur, gibt es nicht diesen Ausdruck, Dienst nach Vorschrift quasi zu machen, ein kritisches Denken zu entwickeln, warum tue ich das? Das würde ich jetzt behaupten, abgesehen davon, dass Supervision und Fortbildung wichtig ist, sollte das ja eigentlich selbstverständlich im Alltag sein und wird wahrscheinlich keine Zeit sein. Solche Dinge liest man ja auch. Hat nun Nancy Faeser 2021 gesagt, wir brauchen eine Kultur des Widerspruchs in Polizei und Sicherheitsbehörden. Und gleichzeitig gibt es diese Diskrepanz, Sie haben es gerade sehr deutlich gemacht, beispielsweise mit Baha Aslan. Also inwiefern, wer lotet jetzt diese Grenzen aus? Wir haben heute die Meldung bekommen, jetzt ganz aktuell, ich konnte noch nicht mal viel weiter recherchieren, dass es jetzt einen Bundespolizeibeauftragten geben soll. Also das zeitgleich in dieser Debatte und mir schwingt so ein bisschen der Kopf, der ist ähnlich, soll der wieder Wehrdienstbeauftragte sein. Ich mich frage, sind das wirklich Instrumente, die diese Probleme, die wir jetzt gerade formuliert haben, angehen oder wie müsste es systemisch eigentlich sein? Weil es ist wieder eine obere Person, die nicht in der Fläche ist. Also man kann das nicht mit einzelnen Angeboten oder mit einzelnen Stellen irgendwie beheben, sondern ich glaube, man muss Stellschrauben an allen Stellen, die es gibt, in die Wege leiten. Und das fängt auf der untersten Ebene in der Polizei an. Sie haben gerade schon die mittlere Führungsebene benannt, die ich auch für sehr, sehr wichtig halte. Nämlich direkten Kontakt mit den Mitarbeitenden auf der Straße haben, wo aber mein Eindruck ist, dass die Kommunikation und der Kontakt in das Management eben nicht so gut da ist. Und also es fängt an mit solchen Kommunikationsstrukturen, mit Verantwortungsstrukturen, die man in der Polizei aufbaut. Es fängt an, geht weiter mit dem Begriff der Fehlerkultur. Also wie wollen wir eigentlich in Zukunft mit Fehlern umgehen und wie kommunizieren wir das eigentlich gegenüber unseren Mitarbeitenden? Wie leben wir das auch vor, dass Fehler okay sind, dass wir alle darüber sprechen können? Und das muss dann weitergehen, natürlich auch mit Institutionen und mit Positionen außerhalb der Polizei, wie den Polizeibeauftragten. Es müsste aber auch noch weitere Möglichkeiten geben, dass beispielsweise und da spreche ich jetzt als im eigenen Interesse der Polizeiforscherin, dass Polizeiforschung verstetigt wird in Deutschland, wie es auch in anderen Ländern der Fall ist. Es gibt überhaupt gar keine institutionelle Verstetigung hier. Und vielleicht auch die Möglichkeit, dadurch zu schaffen, eine bessere Kommunikation zwischen Wissenschaft und Polizei hinzubekommen, um da irgendwie das gegenseitige Verständnis besser zu fördern, ja, und aber gleichzeitig dann auch die Frage, wie können wir Polizei in Zukunft eigentlich dazu bringen, dass sie sich kritischer Forschung öffnet und das eben nicht mehr von einzelnen Menschen in der Behörde abhängt. Also das heißt, es muss in der Behörde und außerhalb der Behörde ganz, ganz viele Maßnahmen noch geben, um überhaupt so etwas hinzubekommen wie eine Reform der Polizei. Dann würde ich eine Reform, die ja immer genannt wird, und ich will sie wenigstens mal kurz angesprochen haben, ist ja, und die wird auch viel gefeiert, dass mehr Vielfalt helfen würde, als ein großer Punkt. Ja oder nein? Nein, Vielfalt alleine hilft nicht. Und das ist evident. Das sieht man in allen Gesellschaften auch, in allen anderen Gesellschaften, nicht nur in unserer Gesellschaft, dass Vielfalt allein eben das Problem des Rassismus nicht löst. Mein Vater stammt aus dem Sudan. Also was er damals miterlebt hat, was er an Geschichte mitbringt,
an sehen Sie mir den Begriff nach, aber es waren ethnische Säuberungen, wie sie bezeichnet wurden, also historisch bezeichnet werden, auf brutalste, unmenschlichste Art und Weise, die da passiert sind. Also Rassismus ist jetzt, lässt sich jetzt nicht einfach durch eine Vielfalt in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form auflösen. Da gehört viel mehr dazu. Und genau deshalb musste man sich, glaube ich, auch von diesem rein interkulturellen Training oder wie auch immer es bezeichnet wurde, ein wenig lösen, sondern auch wirklich in Richtung Antirassismus-Trainings gehen und diese Aspekte aufnehmen. Also von daher, nein, Vielfalt alleine reicht nicht. Sie unterstützt das ja, aber sie braucht Leitplanken, die auch in eine richtige Richtung führen. Sie werden auch Ja sagen? Ja, dass Vielfalt hilft. Nein, also genau, Ja zu ihm, nein, also, dass ja. Vielfalt alleine nicht hilft. Genau, also ich meine, da kann ich nur als Forscherin natürlich sprechen. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Integration von Beamtinnen mit Migrationshintergrund, wie auch immer man es nennen will, nicht dazu führt, dass es weniger Rassismus in der Polizei gibt oder weniger mehr Kultursensibilität gibt. Und das liegt einfach daran, dass es eben auch Diskriminierung in der Polizei gibt, also den eigenen Beschäftigten gegenüber, und dass es viel Forschung, also was heißt viel, es könnte mehr geben, aber dass es Forschung gibt, die zeigt, dass vor allem Menschen mit Migrationshintergrund in der Polizei selber auch Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt sind. Und dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, nur in Anführungsstrichen, weil ich einen Migrationshintergrund habe, heißt das nicht, dass ich auch rassistisch denken und handeln kann. Ja, und wenn das nicht aufgefangen wird und wenn Menschen nicht wirklich, oder nein, anders gesagt, wenn eine Behörde nicht wirklich divers und Diversität anstrebt im Sinne von, wir möchten die Vielfalt von allen Menschen haben, damit wir mit den Kompetenzen, die sie mitbringen, einfach auch besser auf die Gesellschaft reagieren können, dann funktioniert das nicht. Und die Behörde oder die Polizeien haben das Problem, dass sie eine bürokratische Organisation sind und eher Anpassungen fordern. Ich habe manchmal Studierende vor mir sitzen, die sehen aus wie, weiß ich nicht, als wären sie gerade aus dem Berghain gekommen. Und dann steht man da als Dozentin und denkt, ja, das finde ich total toll, dass ich hier so eine diverse Gruppe vor mir habe. Und dann fragt man sich aber, was passiert mit ihnen, wenn sie in der Organisation ankommen? Also wie viel Widerstand erfahren sie, weil sie irgendwie anders sind und nicht unbedingt immer angepasst sind? Und da muss ich nochmal Raphael Bär zitieren, der hat das Homogenitätskultur genannt. Ja? Also man muss sich an die Anforderungen und an ja, die Art und Weise, wie die Behörde verlangt, dass man sich verhält, anpassen. Sonst ist man Außenseiter und das ist, glaube ich, nur mit einer sehr starken Persönlichkeit auszuhalten. Da würde ich tatsächlich, weil ich es selber erfahren habe. Ich habe 2001 in der Polizei Berlin angefangen, in einem Studium, 2004 dann in Kreuzberg gelandet, auf meiner ersten Dienststelle. Grundsätzlich, im ganz überwiegenden Gros, warmherzig aufgenommen, aber es gab halt auch andere Fälle. Und genau für mich war es dann so, was ist das für ein Ton, der hier angeschlagen wird? Muss ich mir das gefallen lassen? Ich habe es mir tatsächlich erstmal gefallen lassen, weil ich eben genau diesen Homogenitätsdruck zumindest empfunden habe. Ich will aber gar nicht sagen, dass er von außen kam. Ich würde behaupten, auch der kam auch aus mir selber heraus. Natürlich kam er auch von außen, aber ich würde schon sagen, ein großer Teil davon. Und irgendwann war ich dann auch wirklich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Da gab es ein Schlüsselerlebnis, den Kollegen habe ich mir direkt geschnappt, habe den direkt konfrontiert und ab dem Zeitpunkt war mir klar, ich lasse mir das nicht gefallen. Und es hat in keiner Weise zu irgendeiner Ausgrenzung geführt. Es gab einen Kollegen, der nicht mit mir fahren wollte, bis ich verstanden habe, warum. Und den habe ich auch konfrontiert. Und genau so habe ich das dann für mich einfach als für mich auch besten Weg gefunden, um mit mir selber im Reinen zu sein. Und deshalb das ist eine Eigenleistung von Ihnen. Und das finde ich auch toll, dass Sie das so erlebt haben. Aber das können nicht alle schaffen. Genau. Und deshalb haben wir uns damals auch entschlossen, damals ist gut, aber dann auch gesagt, okay, wie sieht es denn aus mit so einem Netzwerk für KollegInnen mit Migrationsgeschichte? Ist es nicht sinnvoll, dass die vielleicht einfach mal sagen können, ich brauche mal vier Wände, in die ich mich zurückziehen Safer kann? Safer Spaces bei der Polizei. Zum Beispiel, in denen ich dann einfach mal offen und ehrlich sagen kann,
Wie würdet ihr denn damit umgehen? Ja, also mit Menschen, die vielleicht, mit KollegInnen, die eventuell Ähnliches durchlebt haben oder zumindest die ähnlichen Voraussetzungen haben oder ähnliche Probleme haben. Und genau deshalb haben wir das Netzwerk eingeführt, um die dann auch zu bestärken. Und das passiert und es pflanzt sich fort, es kostet Kraft, es kostet Zeit. Die Polizei Berlin hat 27.000 Beschäftigte, mehr als 27.000 Beschäftigte. Ich kenne Städte, die haben weniger. Ich will jetzt nicht nach Frankfurt am Main gucken. Nein. Oh, ja. Aber es ist interessant, diese Inneneinsicht ist sehr interessant, weil Sie sagen jetzt eigentlich, dass das Problem innerhalb, also als idealistischer Polizist will ich jetzt Sie mal, ist es sozusagen die eigene Aufgabe, das haben Sie, die problematisch ist, wenn man sie sich sozusagen suchen muss, um gut arbeiten zu können. Das ist, höre ich jetzt darin eben auch. Ja, aber es geht halt darum, dass man auch andere bestärkt. Ne? Also es, und es können eben nicht viele. Also wir haben wirklich welche gehabt, die haben gesagt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ne? Die haben wirklich Probleme damit gehabt, sich selber dann breit hinzustellen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und die dann zu bestärken und denen dann auch den Rückhalt zu geben, eben durch eine Funktion im höheren Dienst zu sagen, ja, mach's. Und dann schauen wir weiter. Zur Not bist du ein Mitarbeiter von mir künftig. Ja? Und wir werden alles in die Wege leiten, damit du auch wirklich dich dem entgegenstellen kannst. Also wir stärken dir den Rücken, aber den eigenen, also diesen Schritt, diesen einen Schritt, den muss er natürlich oder sie dann auch alleine machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wir stärken den Rücken, wir stehen hinter denen, wir stellen uns auch von mir aus vor die Menschen. Aber der Punkt ist, diesen Schritt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, den muss die Person dann auch alleine gehen, um auch künftig dann halt auch immer wieder andere zu konfrontieren. Weil wenn man so ein Verhalten nicht reflektiert, was ändert sich denn dann? Also wenn ich jetzt als Betroffener nicht sage, das reicht, also so sprichst du nicht mit mir, das ist rassistisch. Wenn ich das nicht mache, dann hat er doch, oder meistens, ja, meistens er, doch das Gefühl, es wäre legitim. Und genau das muss durchbrochen werden und das dann halt mit aller Stärke. Ich würde, als bevor wir in den dritten Teil und den Abschlussteil gehen, noch mal ganz kurz auf diese Organisation schauen. Die Organisation, haben Sie gesagt, starke Persönlichkeiten bräuchte es, höre ich jetzt irgendwie heraus. Persönlichkeitsentwicklung passiert aber, wenn der Praxisschock kommt, was passiert nach 10 Jahren ohne Weiterbildung? Es bräuchte Reflexionsräume, sind manchmal da, manchmal nicht. Fehlerkultur, haben Sie gesagt. Mich würde jetzt interessieren, wie kann denn die Polizei transparenter werden in dieser Gemengelage? Was wäre denn jetzt als ein Reformschritt, weil es geht ja um Reform, um zu sagen, wir haben diesen Prozess und wir legen ihn da. Was würde es denn dieser Organisation vielleicht leichter machen, das in Zukunft zu tun, mit ihrem Bundespolizeibeauftragten vielleicht, mit den Unabhängigen, also mit den vielen kleinen Punkten, die ja schon sich verändert haben. Wo könnte man denn reingehen und sagen, hier könntet ihr es mal versuchen. Ich versuche es in einer hoffnungsvollen Art zu formulieren. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, über das sich schon viele Köpfe Gedanken gemacht haben. Wie kann man eigentlich eine konstruktive Fehlerkultur in der Polizei implementieren? Und ich glaube, dass es steht und fällt mit allen Führungskräften auf allen Ebenen. Mit im höheren Dienst, im mittleren, in der mittleren Führungsebene muss es einfach eine Offenheitskultur geben. Und die kann nur von innen vorgelebt werden. Das kann man nicht von außen aufoktroyieren. Ich glaube, da kommt es dann nur zur Abwehrhaltung. Und das hat natürlich auch was mit Führungsstil zu tun. Also ich bin ja jetzt selber tatsächlich auch noch für 3 Jahre am LKA in Bremen gewesen und hatte da auch Menschen, die mich geführt haben im höheren Dienst. Und ich muss sagen, da habe ich schon erlebt, vielleicht hing das von den einzelnen Menschen ab, dass es so etwas wie eine Offenheitskultur gibt und dass man auch offen über Fehler sprechen kann. Nun hatte ich aber eine besondere Position, denn ich bin keine Beamtin und auch keine Vollzugsbeamtin. Und ich war freier als jede andere Person in dieser Behörde zu sagen, ich mache das nicht mehr mit, ich gehe jetzt einfach. Und ich glaube, da ist das Problem, dass man diese Abhängigkeiten, die natürlich in der Behörde bestehen, das heißt, bist du zu unbequem, machst du zu viele Fehler, hat das auch Auswirkungen auf Beförderungsprozesse etc. Das muss man irgendwie alles auflösen und ein Verständnis dafür schaffen, dass Fehler mit allen offen kommuniziert werden, unter den KollegInnen, zwischen den KollegInnen und den Vorgesetzten und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Und ich glaube, das ist also Kulturveränderungen, sind ein sehr langer Prozess und dafür
braucht es natürlich dann aber erstmal so als Startpunkt gut ausgebildete Führungskräfte. Und da habe ich den Eindruck, gibt es schon gute Ansätze. Ja? Und jetzt ist die Frage, verstetigt sich das vielleicht von selbst auch durch Generationswandel? Das ist immer so die Frage, die im Raum steht. Ich glaube nicht allein, sondern man muss eben diese Offenheitskultur tatsächlich auch ganz aktiv implementieren auf allen Ebenen. Ja, nein. Gut. Nee, aber dann mache ich jetzt den Turn direkt auf die andere Seite, nämlich unseren dritten Block. Sie hatten es auch gerade angesprochen, Wissenschaft und Polizei mehr zusammenzubringen, die Forschung, mehr Forschung und das zu verbinden. Es gibt kritische Polizeiforschung, es gibt Menschen wie Vanessa E. Thompson oder Daniel Leuk, die beispielsweise den Sammelband Abolitionismus gerade herausgebracht haben, aber auch Kritik der Polizei ist vor einigen Jahren erschienen, wo ja auch verschiedene VertreterInnen geschrieben haben. Und darin finden sich eben auch Texte, die von der generellen Abschaffung des Polizeiapparats sprechen. Und das natürlich aus einem geschichtlichen Hintergrund, den wir jetzt nicht so weit aufmachen können, aber der viel, wie ist eigentlich Polizei entstanden, in welcher Vergangenheit, zu welchem Zweck der Ausbeutung, der Unterdrückung bestimmter Menschen und es einfach ein Fortschreiben gibt dieser Struktur und mit diesem Problem leben wir noch heute sozusagen. Und deswegen sozusagen den Apparat Defund the Police. Und den bringe ich jetzt natürlich rein. Sie würden sich jetzt selbst abschaffen mal kurz und Sie würden Ihren Job abschaffen. Aber wir können ja mal aus der Box rausdenken. Kritisches Polizieren, das vielleicht nicht mehr Polizieren genannt wird, sondern anders genannt wird. Einen Apparat aufzubauen, der für die guten Werte, die wertschätzenden Werte steht. Also alles das, ich schmeiß das einfach utopisch in den Raum. Die Ansätze sind nachzulesen. Was macht das mit Ihnen? Was denken Sie darüber? Ist das ein Weg der Nachjustierung? Ich wäre froh, wenn ich als Polizist nicht gefragt wäre. Dann würden wir in einer Gesellschaft leben, die, glaube ich, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hätte. Aber es gibt eben die Sachverhalte und das ist das, was ich auch relativ am Anfang gesagt habe, was wir an Gewalt, Leid, Angst, Nöten in einem Jahr erleben, erleben viele, viele andere nicht in ihrem gesamten Leben. Und genau das ist das Problem. Die Menschen, die dann in dieser Not sind, die warten darauf, dass jemand kommt. Und das ist meist im ersten Angriff, in Anführungsstrichen, eine Polizistin oder ein Polizist. Und da sind wir an der Schwelle, wie soll das Gefüge aussehen, das danach kommt? Ist es entsprechend auch mit hoheitlichen Befugnissen beliehen? Darf es unmittelbaren Zwang anwenden? Weil ich kann Ihnen auch sagen, so viel immer über unrechtmäßige Polizeigewalt diskutiert wird, ich kann Ihnen für jeden Fall 100 andere Fälle nennen, in denen das Opfer dankbar war, dass die Polizei da war, um unmittelbaren Zwang anzuwenden, um Polizeigewalt anzuwenden. Also gerade in unmittelbar häusliche Gewalt, nur um ein Beispiel zu sagen. Misshandlung von Kindern, nächstes Beispiel. Also versuchter Totschlag, Mord, suchen Sie sich irgendwas aus, die ganzen schweren Delikte. Und genau da ist die Frage, nähern wir uns einem Konstrukt, das ähnliche Befugnisse hat, wie auch immer es dann heißt, das auch in der Situation intervenieren kann, bin ich meinen Job auch nicht los, sondern ich hoffe auf Übernahme. aber letzten Endes, ja, okay, dann kann man keine Denkverbote. Aber solange es Menschen gibt, die anderen Menschen das antun, was PolizistInnen und Polizisten Tag ein, Tag aus eben sehen und miterleben, glaube ich, werden wir an einer Polizei nicht vorbeikommen. Ich lasse Sie erstmal sprechen, dann konkretisiere ich noch. Genau, also die Debatte um Defund the Police ist ja eine sehr breite und es gibt Ideen zur kompletten Abschaffung der Polizei, es gibt aber auch natürlich Ideen, die ein bisschen kleiner denken und sagen, Bereiche müssen abgeschafft werden, vor allem wenn es um soziale Probleme geht, wie vorhin auch schon die genannten wohnungslosen Menschen, die bei der Polizei nicht gut aufgehoben sind, ja, und die eigentlich anders aufgefangen werden müssten. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass der Abolitionismus, das heißt die Abschaffung der Polizei, ja mit der Idee einhergeht, dass die Polizei eigentlich da ist, um kapitalistische Strukturen zu verteidigen. Und wir leben in einer durch und durch kapitalistischen Gesellschaft. Also kapitalistische Strukturen verteidigen, indem eben diejenigen, die sich nicht in das System einfügen, die irgendwie als die Randständigen der Gesellschaft beschrieben werden, häufig auch mit der Polizei konfrontiert sind und Ordnungserhaltungsmaßnahmen damit verbunden sind. So, und
Das heißt, wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt, ich halte ihn nicht für unmöglich, also völlig utopisch ist es nicht, aber es geht natürlich davon aus, dass wir eine andere Gesellschaft haben. Ja, dass die Gesellschaft anders strukturiert ist und eben nicht mehr den marktförmigen Kapitalismus folgt, so wie es bei uns gerade der Fall ist. Und ich habe einen sehr schönen Artikel gelesen über eine indigene Community in Nordamerika, die ein eigenes Territorium zugeschrieben hat, wo die US-amerikanische Polizei überhaupt gar kein Hoheitsrecht hat. Ja? Also das heißt, die Polizei kann da nicht hin, um irgendwelche Straftaten zu verfolgen, sondern diese Community hat etwas Eigenes geschaffen und das ist viel mehr auf Gemeinschaft ausgelegt. Das heißt, dass BürgerInnen aus der Community sich quasi in einer Gemeinschaft zusammengetan haben und wenn es Probleme gibt der Abweichung und der Delinquenz, diese quasi mit einem Gemeinschaftsgedanken gelöst werden, ja, die Menschen wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. Und das ist ein ganz anderer Ansatz als das, was die Polizei bei uns tut. Und den Gedanken finde ich gut, aber ich glaube, es müsste eben grundlegend etwas an dieser Gesellschaft verändert werden, um diesen Gedanken auch wirklich zu leben. Und ich finde das immer sehr interessant, dass Menschen erstmal so ganz überrascht sind, wenn sie mit diesem Abolitionismus-Gedanken konfrontiert werden. So ging es mir auch, als ich kritische Kriminologie studiert habe und mein Prof uns gesagt hat, ja, wir brauchen keine Gefängnisse, man kann ihr alle abschaffen. Und dann steht man da erstmal und muss das irgendwie verstehen, dass das, was man als selbstverständlich und sicher geglaubt hat, das war ja gar nicht immer schon vorhanden. Ja, es gab auch vor den Gefängnissen nicht unbedingt die besseren Alternativen mit Todesstrafe etc., aber man hat eine Gesellschaft gehabt, die auch ohne Gefängnis ausgekommen ist und auch Polizei hat es nicht schon immer gegeben. Das heißt, man kann natürlich darüber nachdenken, was könnte in Zukunft eigentlich sein. Ich nehme den Gedanken auf der Community, die Sie genannt hatten, und verbinde das nämlich als ein Denkmodell, das hilft, den Apparat kritisch zu durchleuchten. Sie haben es jetzt auch gerade deutlich gemacht, es gibt von komplett Abschaffung bis Neujustieren, Reformieren. Und es zeigt sich ja auch, dass zum Beispiel in schwarzen Communities die Polizei, die eben nicht die erste Anrufstation ist, weil eben Sorge besteht, dass man das nicht überlebt, sich ja schon auch Gemeinschaft, also gerade auch zum Beispiel im US-Kontext, eben neue Gemeinschaftsgefüge gebildet haben, um sozusagen systemisch sich selbst zu helfen und gleichzeitig aber auch dieses Wissen um Polizei in ihrer Geschichte, was ja auch, ich weiß gar nicht, inwiefern das Teil des Unterrichts ist, also inwiefern Polizei in der Zeit der Versklavung, Polizei in Zeit des Nationalsozialismus, das sind alles, also was ist diese Polizeigeschichte? Und würde denn so ein kritisches, und das als letzte Frage, und Sie haben damit angefangen, ich würde es einfach nochmal als Endrunde nehmen, würde es vielleicht helfen, diese Art der kritischen Gedanken mehr in die Fläche zu tragen und zu sagen, was bedeutet das eigentlich für unsere Arbeit? Habe ich mir je schon mal Gedanken gemacht, in welchem Apparat ich arbeite? Und nicht nur für wen ich arbeite und warum ich etwas mache, wie Sie gesagt haben, sondern was ist meine Organisation? Also ich weiß nicht, wie es an der HWR ist, aber das wird es auch im Rahmen des Studiums betrachtet, also ich also historische Entwicklung, ja, genau, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, also ich weiß aus dem Ausbildungskatalog, dass insbesondere das dunkelste Kapitel der Politik, oder eins der dunkelsten, wenn man noch weiter blicken würde, aber gerade die NS-Zeit ganz, ganz stark aufbereitet wird. Die Rolle der Polizei, insbesondere in den dann besetzten Gebieten, also dass da Tötungen massenhaft, also auch tatsächlich mit unfassbaren Zahlen unterlegt, sehr eindrücklich dargestellt werden, um eben zu zeigen. Und wird das in einen kritischen Kontext zeitgemäß gesetzt? Zeitgemäß? Naja, natürlich, weil grundsätzlich die Aufgabe der Polizei eben eine auch damals andere gewesen wäre. Und es genau da, auch da wieder darum ging, schweigt man, duldet man, tut man, beteiligt man sich? Oder steht man auf und steht dagegen? Und genau das ist die Diskussion, die daraus auch meistens, also so wie ich es erlebt habe, daraus erwächst,
Und dann sich dann auch auf die jetzige Zeit eben ganz gut projizieren lässt und sagt, okay, wir müssen aber für das stehen, wofür nicht Polizei in dem ganz ursprünglichen Sinne mal steht, sondern wofür sie jetzt steht, wofür wir eine Verfassung von Berlin, ein Grundgesetz haben. Dafür steht die Polizei. Und genau in diesem Kontext wird das Ganze dann historisch auch eingebettet. Danke. Ja, nee, machen Sie. Nein, bitte. Ja, ich dachte gerade, ich müsste noch was dazu sagen, aber ich war ja nie wirklich, ich nehme mich selbst ja nicht als Teil der Institution wahr. Deshalb kann ich gar nicht so viel dazu sagen. In diesem Sinne versuche ich eine Zusammenfassung, wie immer, zu dieser Streitbar. Ich würde sagen, Irritation hilft beim Reflektieren. Und Irritation kann so ein Defund the Police auch auslösen, um vielleicht mal wachzurütteln, was sonst immer so lief, wie es bisher lief. Was ich mitgenommen habe, ein konstruktives Gespräch, und das wollten wir auch führen, weil es ging ja nicht um Polizeibashing, sondern um eine kritische Polizeikritik, über das, was Wissenschaft unter Kritik der Polizei, kritischem Polizieren versucht. Und wir haben unterschiedliche Positionen aus der innerapparatlichen Praxis, will ich jetzt mal sagen. Das war's für mich. Ich habe mitgenommen an Dingen inhaltlich, es braucht ein politisches Verständnis, die Polizei zu beforschen zu wollen. Das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen Punkt. Das geht dann raus an die Politik mit der Frage, wie groß ist das Problem und wodurch entsteht es? Denn das ist klar, es ist da und ich glaube, das wurde sehr deutlich gemacht. Positiv benannt wurde die Haltung, dass mehr und mehr Menschen im Apparat die Mauer durchbrechen wollen. Dass vielleicht politischer Druck von außen die Situation auch mit verändert, vielleicht auch nicht, manchmal auch von Menschen ausgehend, je nachdem. Es braucht eine andere Studienlage, eine, ich nenne sie jetzt einfach mal breiter, die eine Verstetigung ist, stetiges Forschen, Checks and Balances beinhaltet und vielleicht sogar die Frage beantwortet, wer kommt eigentlich zur Polizei und warum? Nicht mehr dürfen Verbote lassen, mehr Reflexionsräume schaffen. Die Ausbildung ist gut, aber nach dem Praxisschock fehlen vielleicht die Ressourcen, die Anerkennung von, als dass Weiterbildung eine wichtige Maßnahme ist. Müsste man jetzt ländertechnisch prüfen. Und als letzten Punkt nehme ich mit, dass das Anpassen an die Organisation vielleicht hinterfragt werden könnte. Ein Aufbrechen der Homogenitätskultur, Macht und Abhängigkeiten mehr in Frage stellen, im besten Fall auflösen, Transparenz und Fehlerkultur für alle schaffen, um mehr Vertrauen zu bekommen. In diesem Sinne. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, Sie auch. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Danke.